Ich lese das schon wieder die ganze Zeit so. Ah, Paul guckt sich auch mal an, wie das normale Volk lebt oder so. Ja. Hallo und herzlich willkommen hier auf eurem absoluten Lieblingskanal, wenn es um Hotels geht. Wir kennen uns aus mit Luxus, ja, und deswegen schauen wir uns heute eins unserer beliebtesten Standorte an, da wo die Rocket Beans einen immerhin einladen, wenn man nach Hamburg fährt, Das nämlich stimmt ins nicht, Grand gelogen. Hotel. In 4 Jahreszeiten. Ah, let's go. Ah, endlich mal wieder eine Nordstory-Reportage, ne? Ich habe wirklich das Intro schon vermisst hier. Ja. Immer wieder schön. Bin mal gespannt. Längere Doku. Geheimnis eines Grand Hotels, 125 Jahre, 4 Jahreszeiten. 125 Jahre? Holy shit, Alter. Flo fühlt's richtig. Oh, guck mal hier. Das KDW ist jetzt 150. Ach, herrlich, ist der Alter. Krawattenknoten perfekt, wenn er seinen Natürlich. Dienst beginnt. Was für eine Stimme. Michael Menk, krass, ist ein Gesicht des Hamburger Hotels für Bin jetzt schon Fan. Jahreszeiten. Der Wagenmeister. Guten Tag. Es ist Guten Tag. bestimmt ein geiler Job, aber Es bestimmt ist auch voll eine nervig, immer Welt den wie Hut im hochzuheben. Bilderbuch, ein kleiner Mikrokosmos, der einen doch auch gefangen nimmt. Unbedingt. Und scheiß mal auf die rote Karre, die da stand. Habt ihr ganz Ist unten im Bild Ferrari? gesehen? Mikrokosmos. Da! Der Der alte. Mercedes. Ja. Aber wenn er Wagenmeister ist, heißt das, dass er die Karren parken geht? Oder? Nee, ich glaube, er koordiniert, wo die hingehen. Denke ich auch. Okay. Er koordiniert das Valet Parking. Ja, krass. Spricht man das Valet oder heißt das Valet? Valet heißt das, ne? Ich glaube auch, erstaunlicherweise. Der einen doch auch gefangen nimmt. Valet Parking. Unbedingt. Ja. Die Fassade bietet es Französisch. ihnen an. Gelebte Tradition. Die schätzen die Gäste. Ich liebe die Stimme. Historie wird mit Ja. gegenwärtigen Annehmlichkeiten verbunden. Boah, schöne Die Einstellung schweren auch gerade Schlüssel, gewesen. Die ja, aber ich dachte auch eher, das ist ein funktionieren. Krombacher. Mancher Nee, Gast ne. zahlt vier- oder fünfstellige Radeberger. Beträge für die Übernachtung. Wie vierstellig sind die Beträge für die Übernachtung? Vierstellig. Sorry. Warte mal. Ich gehe ein bisschen Entschuldigung. zurück. Ja, Verzeihung. Oh, es ist schwer hier zu spulen. So, warte Nochmal nochmal. zuhören jetzt. Mancher Gast zahlt vier- oder fünfstellige Beträge für die Übernachtung. What? 300 Bedienstete stehen dafür bereit. 300? Diskretion ist das oberste Gebot in dieser Hand. Paul, die Tasche gerade, wo ich sie sehe, exakt dieselbe Tasche hatte die Dame heute vor uns in der Schlange bei der Currywurstbude vorm KDW. Ja, Genau die gleiche Tasche. ja. Oh, Meinen die mit fünfstellig eine Nacht? Ich glaube ja. Das glaube Oder ich ein nicht. Aufenthalt. Naja, ich weiß nicht, so eine Präsidenten-Suite kostet in 4 Jahreszeiten bestimmt irgendwie 10.000, 12.000 Euro die Nacht. Ich glaube eine Nacht. Alter, nee. Na, überleg mal im Burj Khalifa zum Beispiel, was eine Nacht kostet. Da zahlst du dann teilweise noch mehr. Aber gut, da zahlst du für einen Kaffee auch 400 Euro, ne? Ist halt. Im Burj Khalifa, Alter. Meine Oma war mal Und eingeladen als Gast. unter 1001 Nacht läuft da nichts. Die hatte erzählt, 400 Euro der Kaffee, Alter. Richtig übel. Beatischen Institution. Ja, aber auch nicht jeder. 156 luxuriöse Zimmer und Suiten in bester Alsterlage weist das Nobelhotel auf. Dachte gerade. Das ist jetzt schon so Next Level Service. Die geht jetzt mit den Kissen spazieren, damit es den Kissen gut geht. An die frische Luft. Die Kissen werden mal an die frische Luft gebracht, weißt du so. Schaut euch an, Hamburg, Menschen dieser Stadt, Weißt du schaut so, auf meine Kissen. alle Sachen so mit positiver Energie aufladen, so für die Ja. Gäste, wäre voll geiler Service, Alter. Ja. Keine eigene Postleitzahl, aber einen eigenen Briefkasten mit täglicher Leerung durch die Post bietet das Haus, in dem unbedingte Verlässlichkeit zählt. Es ist egal, ob man Tage, Wochen oder Monate nicht hier war. Man findet stets den gleichen erfreulichen Rahmen wieder. Und zwar aufs Exakteste. Wer muss weg, bitte, ja? Schön Die An- Bettler. und Abreise der Gäste zu ermöglichen, gehört zu den Aufgaben des Wagenmeisters. Stopp. Was seinen Vorgängern früher mit Kutschfuhrwerken gelang, erledigt Michael Menk heute mit ein paar Pferdestärken mehr. Es ist eine kleine Bühne. Danke. Und man spielt Boah, das jeden Tag ein Kameraobjektiv. ähnliches Stück. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag.
Ich schätze 160 Mal Komfort. Guten Tag, Frau Kirsch. Ich freue mich, dass ich Sie sehe. Ganz meinerseits. Toll, wie immer. Wie viele Jahre sind Sie jetzt hier? 36. Guck mal. Ich bin angebracht, eine Empfehlung an den Herrn Gemalder. Werde ich machen. Tschüss. Ich kann nur feststellen, dass die Konstante das Image prägt. Jeden Tag um 9.30 Uhr ja, trifft. Aber ist jetzt Konstante, kommt jetzt bei Konstante wieder direkt mein Hotel Bayerischer Hof Hass hervor, weil Konstante heißt, wir ändern seit den 70er Jahren nichts an diesem Hotel? Das kann aber, es kommt auf den Ursprungszustand an, das kommt so ein bisschen drauf an. Ich muss gerade, sorry, das ist rein. Gab es im Restaurant Herlin eine Essensschlacht oder ist das Kunst? Hey, das war auch mein erster Gedanke. Ich dachte einfach nur dreckig. Ich wollte gerade sagen, da ist irgendwie die Tomatensauce explodiert, aber komplett. Oder es ist der, oder es ist der Beginn von so einem Zombie-Film, wo das Einsatzteam da jetzt reinkommt und das Erste, was sie durch die Milchverglasung sehen, durch die Milchglasverglasung, ist so die Kampfspuren oder runterlaufende Blut vom Tag davor. Irgendein Scheich war da und hat eine Essensschlacht bestellt. So. Ja, oder Blade, oder sagt Blade. Der Chat gerade. Blade, ja. Blade war da. Ja, hat jemand New Order gehört? Nee, ne? Und da drin ist eine Disse, genau. Sich die Hotelführung im Restaurant Herlin. Wir haben keine Geburtstage oder Jubiläare heute im Haus. In der letzten Nacht waren knapp 100 Zimmer belegt. Dann erwarten wir heute Rezeption, Housekeeping, Service, Marketing, Gastronomie und Technik tauschen sich mit Direktor Ingo Peters aus. Da müssen wir noch mal über Details sprechen für nächsten Samstag. Ne? Wissen wir eigentlich, warum die hier sind? Oder ist die private? Rückreise aus dem Süden sind ja immer sehr diskret, dass wir überhaupt wissen, wer es vom Königshaus ist, ist ja schon was. Wow. Der, ich weiß nicht wer, also der auch da den Durchblick hat, der halt neben dem Direktor war. Ja. Der regt sich die gesamte Doku darüber auf, dass sein Einhaar-Ding da so zur Seite steht. Ich bin da 100% überzeugt. Du hast ja manchmal auch so Momente, ne? Von gekrönten Häuptern bis zum Malerarbeiten wird alles besprochen. Ja, geil. Eine knappe Viertelstunde Hotelgeschäft aus allen Perspektiven. Königshaus, ich glaub, ich hab auch original meine Duschfrisur. Dabei geht es nicht nur um die Gäste, sondern auch um die Position des Hauses auf dem hart umkämpften Markt. Allein im Fünf-Sterne-Bereich bieten 9 konkurrierende Hamburger Hotels 2008 Zimmer an. Krass. Aber da finde ich ja krass, also gibt es da nicht in Deutschland auch höhere Klassen für als 5 Sterne? Gibt es da nicht noch 5-Sterne-Deluxe und so? Oder ist es so eine Malle-Sache mit so 5-Sterne-All-Inclusive-Doppel-Plus-Geschichten? Das klingt nach einer Malle-Sache. Irgendwie also schon, ich kenne ehrlich gesagt, jetzt weiß ich nicht, ob das was Deutsches ist, ich glaube nicht, aber ich kenne 5 Sterne Plus. Ja, oder 5 Sterne Superior oder so, ja. Nee, Superior sind, also, oder Superior ist wahrscheinlich das Gleiche vielleicht, ne? Kann sein, ja, weiß ich auch nicht. Aber mir ist so, als wenn es da noch was drüber gibt, weil ich, wenn ich jetzt mir dieses Hotel angucke und was die für einen Aufwand betreiben, denke ich so, ist 5 Sterne ja schon fast wieder zu wenig. Also ich war auch schon in einem 5 Sterne Hotel. 5 Sterne Deluxe? War das eine Band? wie hießen die denn? Wie hieß einer nicht, war das nicht Sammy Deluxe? Es gibt Sammy Deluxe und es gibt die Sterne. Das sind 2 unterschiedliche Sachen. Okay. 7 ist Maximum, wirklich? 7? Krass. Okay. Ich weiß zum Beispiel, kein Scheiß, ich weiß, dass die Anlage, wo ich meine Hochzeitsreise hingemacht hatte, hatte keine Sterne. Eben, weiß auch gar nicht so, irgendwann ist das ja auch... Also die hatten einfach legit keine. Okay. Ah, gut, ja, gucken wir mal rein hier. Gerade eingetroffen vom Blumengroßmarkt, Floristin Katharina Seidel. Digga. Ja, nee, ich würde mal die einzelnen Sachen nehmen. Dann hast du die weißen Rosen. Thomann so. Also. Downs! Um 5 Uhr früh schon hat sie die frische Schnittware eingekauft. Genau, du kannst die weißen Rosen da reinstellen, vielleicht, oder? Was ist das denn? Die sind hier in dem Haus sehr, sehr wichtig. Das sieht aus wie eine Waffe aus Dark Souls. Jeden Montag so die dieser Freude, blutige Blumenstrauß. Gibt's da wirklich? Ganz, ganz viele Sachen erneuert werden können und. Irgend so ein Morgenstern. Wirklich, gibt es ja wirklich einen blutigen Blumenstrauß in Elden Ring? Gemeinsam mit 3 Mitarbeiterinnen kümmert sich Katharina Seidel um das florale Erscheinungsbild des 4 Jahreszeiten. Inklusive der Blumensträuße für die verschiedenen Zimmerkategorien. Aber hübsch alles, ne? Das ist gestaffelt, je nachdem, wie groß der Strauß ist. Oh. Das ist dann, sind dann die B1-Sträuße, das sind die kleinsten. B2 ist etwas größer, B3 dann der exklusivste.
Luxus bedeutet, in Qualität zu investieren, lautet die Hotelmaxime. Das gilt bis in die letzte Blüte. Ich habe da ein Monatsbudget und aus dem kann ich dann wochenweise das arrangieren und gestalten, je nachdem, für was ich mich entscheide. Manchmal ist eine Woche dann... Man reiche jemandem in ihrer Nähe ein Schwert. Dass die Arme mit so einem ollen Kartoffelschälermesser rumarbeiten muss, meinst du? Nee, darum geht's mir nicht. Ach, du meinst die Palme? Man entferne ihren Dutt. Das ist ein außerirdischer Organismus, der die Kontrolle über sie übernommen hat. Ah, der Hass. Ich glaub das, Olli. Ich glaub das wirklich. Ich glaube das wirklich. Niemand entscheidet sich freiwillig für so eine Frisur. Das ist ein Statement. Und dieses Statement gefällt mir nicht. Geh nach Frankreich mit deiner Frisur, Alter. Teurer und die andere Woche dafür gibt dann, wird's blumiger und je nach Saison, gerade im Herbst, sind die Blüten dann ja auch wieder ein bisschen günstiger und dann variiert das immer. Ich möchte das Budget seit wissen. Seit 2 Jahren ist der Strauß. Alter, das ist voll blöd, dass es keine Zahlen, dass keine Zahlen genannt werden. Was meine kostet der Strauß? Den wir da der, so sehen. Wie der da das steht, Ding, dieses Teil. Wenn du dir den machen lässt. Von denen. Was kostet der? 400. Nee, ich glaube, der ist teurer. Nee. Ja. Warte, ich glaube viel mehr. Wenn du dir den von denen vielleicht machen lässt. Ach so, okay. Aber du meinst generell wenn du den so haben willst, ja. 300 bis 400. Ich würde sagen, um die also goldene Mitte, ich sag 350. Also ich sag 360, weil wir fucking 360er sind. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Wenn du den irgendwo, wenn ich jetzt zu Jenny fahre, Jenny ist hier, die ist meine Frau für Blumen hier. Ja. Dann krieg ich so ein Ding aber auch für. Ja, ich setz mal unten an. Ich krieg das mit Hortensien und so, krieg ich für 250, Bruder. 250 bis 300. 80 Euro, dann ist der Teil auch gut bezahlt. Das Ding auch gut bezahlt. Das ist der Prügel gut bezahlt. Ja. So möchte ich das mal sagen. Ja, krass, im Blumenladen, ich weiß halt nur, was ich zum Beispiel für Annes Brautstrauß bezahlt habe. Und wenn ich dann in Dimensionen höher rechne, denke ich, müsste das wahrscheinlich 2000 Euro kosten. Aber Olli, weil du hättest ein Drittel davon bezahlt, hättest du nicht gesagt, dass es ein Brautstrauß ist. Wahrscheinlich. Das ist bei allem so, was mit Heiraten zu tun hat. Ja, true, alles klar. Sag, dass du brauchst. Kostet 1000. Sag, dass du für eine Hochzeit brauchst, kostet 3000. Ja, das stimmt. Und ist ein Baby involviert, ist nochmal der Doppelte. Richtig. Okay. Ist ja so, du kannst ja auch irgendwo hingehen und sagen, du brauchst besonders kleine Schuhe. Ja, kostet 15 Euro. Du brauchst Kinderschuhe. Ja. Ja, kostet 55. Ja. Die müssen dann ja auch getestet werden. Das ist tatsächlich Zufall und ein glücklicher Zufall, dass ich ins Hotel kam und freue mich, dass ich mich hier floral richtig austoben darf. Alles, was schön ist, was opulent ist, was viel Wirkung hat, das lässt sich ganz gut umsetzen. Du meinst der Morgenstern? Das ist ja eigene Handschrift, dass das bleibt. Und das ist schon natürlich. Also das ist schon auch wichtig, dass man sich dem Haus auch anpasst. Also immer dem Anspruch, was gewünscht ist. Das muss ja auch so mit allem Interieur zusammenpassen. Das muss schon immer so eine ganz gute Verbindung geben. Ich kann mich auf nichts konzentrieren, außer diese Frisur. Ich bin doch voll bei dir. Ich sehe nichts außer dieser blablabla. Ich möchte auch große Googly-Eyes auf diese Scheiß-Frisur packen, Alter. Damit die einen eigenen Charakter kriegt. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, sie will gleich duschen gehen. Oh Mann, ey. Hey, Dutz und ich, eine Leidensgeschichte in 6 Akten. Oh, mit der Mucke kriege ich jetzt Downton Abbey-Vibes, Alter. Noblesse verpflichtet. Durchaus. Mit Augenzwinkern. Ölgemälde von Gönnern und Gästen verleihen den Räumen und Hallen zeitlose Pracht. Darum geht es in dieser luxuriösen Hotelwelt, die Zeit scheinbar ein wenig anzuhalten, dem Gast zu bieten, was immer schon verklärt als die sogenannte gute alte Zeit empfunden wurde. Dem Alltag draußen wird ein eigener Kosmos perfekter Genüsse und Dienstleistungen entgegengesetzt. Gleich 4 Restaurants verwöhnen die Kundschaft des 4-Jahreszeiten. Was immer gewünscht wird, soll vom Service erfüllt werden. War schön, oder? Ich finde es hübsch. Alles so groß. Erlesene Orte sollen die 176 Zimmer und Suiten des Hauses sein.
Ah, guck mal, also ja, ich finde, ist schon hübsch. Also muss man mögen, ja, den Stil, ja? So sehe ich schon. Ist schon sehr luxuriös und pompös so, ne? Ja, aber es ist auch, also es ist auch durchgängig elegant. Ja, es ist ja nicht wie jetzt zum Beispiel, Thema Bayerischer Hof, jedes Zimmer ist irgendwie anders. Ja, das ist wie so ein und du musst Horrorfilm. Schon Glück haben. Also wenn du im vorderen Trakt bist, ist es halt russisch Roulette. Ob du ein gutes Zimmer bekommst oder nicht. Oder so schwedische Jugendherberge. Ja, ja. So. Wirklich, wirklich wild. Ja, aber das ist ja elegant. Ja, das ist ja so, was ist das? So ein bisschen Biedermeier im Flur, so ein bisschen Rokoko, hast du nicht gesehen. Ist schon in Ordnung. Das ist halt so ein altgediegenes, wirklich schönes, luxuriöses Hotel. Aber muss ich echt sagen, ist nicht mein Style. Mhm. Das ist okay. Ja. In dieser Zimmerflucht wurde 1963 das zweite Bad durch eine Küche ersetzt, damit die Bewohnerin darin Spaghetti kochen konnte. Sie dankte es dem Hotel mit mehrfacher Wiederkehr. Und die Suite trägt noch heute ihren Namen. Der Service! Namen. Ich hätte gerne Küche Sophia in meinem Zimmer. Ja, bauen wir. Ah, was? Oh, krass. Ja. Abgefahren. Aber das ist eine History, ne? Asiatische Klasse als Leerstelle. Stell dir mal vor, du kommst ins Hotel und dein Zimmer hat nicht nur einen eigenen Namen nach einem Promi, sondern auch einfach eine fucking History, die sie erzählen können. Warum ist da eine Möchtest Küche? Ich möchte ganz kurz sagen, Mr. Costa hat natürlich recht. Er hat natürlich recht, er hat mich ertappt. Flo, du kannst es dir einfach nicht leisten. Nicht jeder ist so reich wie Paul. ich lese das schon wieder die ganze Zeit so. Ah, Paul guckt sich auch mal an, wie das normale Volk lebt. Oder so. Ja. Die Memes, Alter. Sich Auszubildende lernen hier Hotelfach auf internationalem Niveau. Geiler. Cecilia Hagenbeck ist ein geiler Ausbildungsjob da. Aber es ist eben so traditionell und hanseatisch hier ist. War auch wichtig dafür, dass ich mich für das Hotel entschieden habe. Weil ich wollte auch ganz gerne in Hamburg bleiben. Und da ist das Hotel für Jahreszeiten natürlich Platz 1. Die Spitzenposition zu halten ist selbstverständliche Herausforderung für die Belegschaft. Digga. Richard Schark leitet das Ressort. Er passt da aber auch richtig gut rein, oder? Kümmert er sich auch um das 2-Sterne-Restaurant Herlin. Ja, Richard Schark hätte aber vorher seine Frisur bügeln müssen. Generell darf es eigentlich wirklich schon auf Maximum sein. Oh, hat er jetzt. Das heißt, genau, Anzahl kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber da es wirklich nur ein kurzes und schnelles Überbügeln ist, um die Falten rauszubekommen, ist es eigentlich wirklich immer auf Maximum eingestellt. Ich liebe das und ich habe irgendwie immer das Gefühl, daran merkst du, wenn es wirklich gut ist, wenn die, das klingt so komisch, aber irgendwie verleiht es einem das Gefühl, wenn die Ressortleiter, also die Chefs der Abteilung, den letzten Schliff machen. Ja, wisst ihr, was ich meine? Ja, total. Also es ist so ein, alles klar. Ja. Also der auch die Verantwortung trägt, übergibt dann auch an den Kunden. So, und das finde ich halt wichtig. Und deswegen ist es halt am Ende wahrscheinlich auch gut. Ja, einfach eine gut funktionierende Struktur und jemand dahinter und an der Spitze, der da auch wirklich für brennt. So. Wo ich ihn gerade so von der Seite sehe, seit ich bei der Bank gearbeitet habe, immer wenn ich so schlaksige, dürre Leute in Anzügen sehe, habe ich eine extreme Assoziation zu Gottesanbeterinnen. Okay. Verstehe ich. Okay. Ja. Es hat ja auch krass. Diesen Sheldon Cooper-Vibe. Ja, absolut. Ich bin gerade erst dazugekommen, Paul, ist das ich bei dir zu Hause? Ich finde, gehobener Anspruch nicht nur auf Bügeln, sondern in meiner Ausbildung habe ich eigentlich gelernt, gehobener Anspruch ist, dass die Bügelfalte genau so liegt, wie sie liegen sollte. Guck mal, da kam der Hamburger das, kurz durch, ne? Dass die Bügelfalte ist auch gehobener Anspruch. Mega. Mit dem Namen Herlin erinnert das Restaurant an den Gründervater dieses Hotelkosmos. Schon vorgestellt gewesen. An seinem 40. Geburtstag im Februar 1897 ersteigert der Schwabe Friedrich Herlin das Hotel an der Alster. In bester Lage, aber marode und pleite ist das Haus mit den 11 Gastzimmern, dessen Name darauf verweist, dass es das ganze Jahr über geöffnet ist. Hamburg prosperiert. Der Hauptbahnhof soll bald gebaut werden. Guck mal, die können renommiert gar nicht schreiben. Werden. Tourismus entwickelt sich rasant. Es ist die große Zeit der Grand Hotels. In den neuen Hotelpalästen findet die aufstrebende bürgerliche Elite ihre Entsprechung zu den Schlössern des Adels. Friedrich Herlin baut das kleine Hotel zum Grand Hotel aus. Als weitsichtiger Geschäftsmann erwirbt er Nachbarhäuser und Grundstücke, spielt Monopoly an der Binnenalster.
Jo, kann man mal machen. Sein Sohn Fritz Herrlin übernimmt das Hotelerbe 1932, darf es, entnazifiziert, nach dem Krieg 1952 wieder eröffnen. Der Luxus bleibt den Gästen vorbei. Warte mal, diese Doku, diese deutsche Doku-Reihe, die mal gemacht wurde, das ging ums Berliner Adlon, ne? Nicht ums Vierjahreszeiten, ne? Ja. Kennt ihr die? Die hieß ja auch Adlon, ja. Neu, wollte gerade sagen, ja. Wäre bestimmt auch eine spannende Doku hier an der Stelle. Kann mir gut vorstellen, dass das gut funktioniert. Behalten wie der Vater, so hält es auch Hotelier Fritz. Seine Töchter, Anne und Thekla, wachsen mit dem noblen Familienhotel auf. Thekla? Wie sich gerade erschrocken hat, dass die Fahne kaputt war. Obwohl die Familie das Haus 1989 verkauft hat, sind sie immer wieder gerne hier. Prinzessin, das waren wir nicht. Sein Vater war Schwabe und das war ein bisschen im Blut drin, nicht? Das Geld, das verdient wurde, wurde ja immer gleich wieder ins Hotel gesteckt. Da war nicht viel mit Großzüge hier, da, irgendwo. Aber das war normal. Ja, das war nicht, ihr habt bestimmt uns kam richtig es nicht gelitten. Vor, dass irgendwie uns was gefehlt hat oder nein, das geht. Die haben bestimmt richtig gelitten. Die haben richtig am Hungertod genagt, Alter. Die konnten sich kaum Schulbücher leisten. Ich finde die Kombination so geil. Es gab nie Geld, aber wir hatten nie das Gefühl, dass uns irgendwas gefehlt hat. Ja, okay, gut. Nein, das geht nicht oder gespart oder so wurde. Schwaben sind ja sehr sparsam. Und da hat es wohl ein bisschen auch mit dran gelegen. Wer weiß aber. Wir haben gelernt, mit Geld umzugehen dadurch auch. Und nicht, ach ja, brauchst du was? Hier, weil die droppen bestimmt noch und wir hatten ja nichts. Ich glaube aber, das ist auch nur so eine Art von Formulierung, die du sagen kannst, wenn du jetzt, also sie sitzen ja da und ich glaube, denen muss klar sein, dass ihr Vater Multimillionär gewesen ist. So. Ja, Horst schreibt ja auch, das ist schon sicherlich hanseatisches Understatement. Ja, aber ich glaube. Kann natürlich sein, ja. Auch sonst kannst du es ja gar nicht sagen, weil das ist nur eine Aussage aus einer Familie, wo es nie an irgendwas gemangelt hat. Ja. Nachzujagen, das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht. Nee. Wir haben Geschmack, aber das zeigt man dann anderseitig. Ja, okay. Zum Beispiel mit einer Kombination aus Neon, Grün und Lila. Künstler und Künstlerinnen, wie die Callas oder Wladimir Horowitz. Die Oper nebenan feiert gern hier. Weltstars steigen um vom Leinwandhimmel zu den 5 Hotelsternen. Sophia Loren oder Tom Hanks. Paul, ja. Da musst du doch in der Nähe gewesen sein. Musiklegende David Oyst. Hey, wenn Tom Hanks in Deutschland ist, dann ist Paul nicht weit. Ich sag euch das. Strach oder Universalgenies vom Schlager stimmt. Peter Ustinovs. Mireille Mathieu, Robert De Niro und. Durch alle Verkäufe nach der Ära Herrlin bis zum heutigen Besitzer wart und pflegt das Haus seinen legendären Ja, aber die macht keine Erwähnung wert. Gemein. Als ich das erste Mal hier in diesem Hotel war, war das wie so ein eingelöster Traum. Jetzt ist man mal da, wo man immer mal nur so ein bisschen kratzen durfte, so ein bisschen was gesehen hat und in diese Welt hineingeschnuppert hat. Und dann ist das Faszinierende, was man dann oder was ich im Laufe der Jahre eigentlich gemerkt habe. Kriegt die keine Bauchbinde? Es ist gar nicht so eine andere Welt. Nee. Es unterscheidet sich materiell. Unterscheidet nee, gehen sie die sich. Davon aus, aber jeder weiß, wer das sich ist. Nicht durch eine Haltung. Das Vielleicht. Ist etwas, was ich mag. Menschen, die eine Haltung haben, ein Hotel, das eine Haltung hat. Und das wird zelebriert in so einem Hotel. Gleich um die Ecke des 4 Jahreszeiten besuchte Iris Berben eine katholische Schule. Den Hotelbetrieb hinter den schlichten weißen Mauern kannte die Tochter einer alleinerziehenden Mutter damals nicht. Ich finde gerade ganz spannend, unser Chat ist jetzt so 50-50 am Ausrasten, weil wirklich ganz viele sie nicht kennen. Freunde, Iris Berben könnt ihr gerne mal googeln. Ist glaube ich, die größte und erfolgreichste aktuell lebende deutsche Schauspielerin. Ich denke auch, ja, das kommt hin. Was ist mit Hamburgs der Frau von bessere Maschmeyer? Gesellschaft hat die denkmalgeschützte Wohnhalle in mehr als 100 Jahren zu ihrem Wohnzimmer. Wie heißt sie? Im Blickfeld von Preußen Prinz Heinrich wird bis heute. Nee, ohne Scheiß, wie heißt denn die Blonde, die Frau von Maschmeyer? Ist es nicht die eher? Ferris, Veronika Ferris. Ja, Iris Berben ist schon so lange in dem Business. Die ist schon lange dabei, ja. Die ist auch. Echt? Meinst du, Berben schlägt Ferris? Geldtechnisch weiß ich nicht. Nee, nicht. Ich meine wirklich vom Bekanntheitsgrad.
Ja, Theorie, also zumindest generell auch in der Branche, weil Iris Berben ist auch die Präsidentin der Deutschen Filmakademie und so. Ah. Also Politik. Das heißt, wenn Berben nicht will, dass man Ferris kennt, dann kennt man Ferris. Verstehe. Wird bis heute Tea Time zelebriert. Mit Kreationen aus der hauseigenen Patisserie. Oh, das sieht geil aus. Selbstverständlich werden im anglophilen Alter. Hamburg auch Club-Sandwiches zum Nachmittagstee gereicht. Hotel-Hochkultur. Ganz stark. Einfach. Würde ich jetzt nehmen, so einen Teller. In der Jugend war es eine andere Welt, eine unerreichte Welt. Das stach so heraus als eine ganz große Besonderheit. Die hat einfach eine Geschichte gehabt, immer schon. Das Vier Jahreszeiten gehörte zu Hamburg, war Geschichte Hamburgs und war aber für jemanden wie mich oder aus meinem Kreis heraus, meiner Familie heraus, etwas so Entferntes, so weit, dass man sich da wirklich, also so einmal hat man sich dann das geleistet und ist hergekommen. Iris Berben sollte den Jahreszeitengrill erst später schätzen lernen. Die Art Deco-Ausstattung ist noch aus den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erhalten. Das ist krass. Ein späteres, aber ebenso wohlgehütetes Kultrelikt, das Bakelit-Telefon. Das was? Bakelit. Der Jahreszeitengrill wird so schön im Tag wieder behebt. Das läuft noch? Nice, klar. Der Grill war traditionell der Ort für den Mittagstisch der Hamburger Kaufmannschaft. 24 Tische, lange das Reich von Rudolf Nehrich, Oberkellner aus Passion und Leben. Jetzt die Frage schlechthin, warum kein Silberbesteck zum Frühstück? Wird nie gereicht, auch wegen Eier. Kann ich dir sagen, wegen der Eier. Schwefelverbindungen entstehen. Exakt. Dann wird das Silber schwarz. Und was wird stattdessen gereicht? Ja, und das Ei schmeckt scheiße vor allem. Ja, was wird stattdessen gereicht? Meistens Plastiklöffel. Furchtbar. Nein, aus was ist denn das? Permut? Exakt. Habe ich gerade im Chat gelesen, muss ich gestehen. Elfenbein war es früher, ja. Ich habe auch gerade einfach nur im Chat Elfenbein gelesen. Warte, Plutonium. Ja, Penis. Lebenskünstler. Das ist ja das Olymp der Gastronomie überhaupt, um hier reinzugehen. Das war meine Bühne. Aber da wird der Beruf zum Behuf, würde ich einmal sagen, wenn man das hier so macht. Was? Doch, doch, es ist schon etwas Außergewöhnliches. Gibt's das Wort? Ich habe das nicht verstanden. Da wird der Beruf zum Behuf. Was? Keine Ahnung. Ja, vorher kannst du ja den Beruf, kann ja die Berufung gewesen sein. Beruf und da ist dann aber so, da ist es dann aber so stressig, ne? Dass wir so im Akkord arbeiten, dass es nur noch der Beruf ist, nur noch der Job. Nicht mehr die Berufung, nicht mehr die Leidenschaft. Ja. Vielleicht meint er das. Ich weiß es nicht. Was will der Künstler uns damit sagen? Auf jeden Fall finde ich übrigens sehr, sehr lustig, dass er das P so krass betont. Vor allen Dingen in der Kombination mit deinem vorherigen, was benutzt man? Sage, welchen Beruf der liebe Gott den Menschen schuf. Heinrich Heine, die Waldeinsamkeit. Oder sagt er doch Beruf? Ein blutjunges Geschöpf nimmt dann Millionär. Seine Stammkundschaft pflegte Rudolf Nehrich zweimal jährlich mit Wiener Liederabenden zu unterhalten und erwarb so Kultstatus als singender Oberkellner. Das haben wir so lange geübt, uns geht's doch nicht. Cooles Cringe, Alter. Ein blutjunges Geschöpf nimmt dann Millionär. Klingt ganz schwierig, gesagt, der Text man auch. Man kann einen Hintern noch so schön schminken. Es wird doch nie ein ordentliches Gesicht daraus. Ja, und wenn ein Gast jetzt kommt und der hat es nicht, was er eigentlich hier haben könnte, dann kann er sich noch so bemühen, das wird dann nichts daraus. Wenn ich denke, zum Beispiel die adelige Gesellschaft, die wir hatten, die von Haus aus ja getrimmt waren, die Treppe ohne das Geländer zu halten, runterzugehen, auch selbst die Gefahr, dass sie im Elterntatum mal runterfallen, dann ist eben, man hat Verluste auch. Und das ist... Das können die natürlich. Johnny hat's gerissen. Er hat sich nicht am Geländer festgehalten. Scheiß drauf, Johnny. Johnny für immer. Tag, Johnny sitzt seitdem zwar im Rollstuhl, aber yeah, war das ein geiler Abstieg, Alter. Aber es ist auch vor allem so, weil die
Treppen, bei denen so herrschaftlich sind, dass die immer sterben, wenn die da runterfallen. Ey, guck mal, wir haben nicht so eine 1,20 Meter Stufe. Wir haben ihn überführt, Freunde. Das Bakelit-Telefon ist nur Show. Guck mal, rechts in der Mitte steht das Bakelit-Telefon. Was versteckt sich da ganz, ganz klein vorne am Monitor? Das ist das interne Telefon. Ja. Ach, Darius. Freue ich mich sehr. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich. Wir haben ja gute Jahre zusammen verbracht hier. Und vor allem lehrreiche Jahre mit dir zusammen. Ja, und das, obwohl er das Geländer festhält. Aber ich muss das so lernen. Ja, das wird. Oh ja, wir haben einen Nachfolger gesucht für diesen Grill, der das nach mir machen soll. Wer ist sich nach dieser kurzen Begrüßung auch absolut sicher, dass die beiden sich hassen? Ja, Mann. Ich glaube, die hassen sich ab. Der hat ihn auch rausgedrängt einfach. Der wollte das eigentlich noch länger machen. Ich glaube, der Alte hat den Jüngeren zu oft gebeten, sich auf seinen Schoß zu setzen. Ich habe auch Angst, dass er sich das Bakelit-Telefon nimmt und ihm über den Knopf zieht. So. Nee, einfach erdrosselt. Oh Gott. Mit der Schnur. Oh Gott. Sollte. Und da haben wir ihn getestet. Und er hat nach dem dritten Test hat er es dann bestanden. Die ersten zwei, da war es nicht so günstig, aber dann ging es. Der dritte war noch was. Und gleich hat er er ist ein besonderer Lehrmeister, das muss man dazu sagen. Er hat natürlich hohe Ansprüche, aber es hat immer Spaß gemacht. Die Stabübergabe längst vollzogen. Rudolf Nerich ist jetzt Ruheständler. Darius Wiczorek hat Hotelkarriere gemacht. Ich habe damals im Herlin begonnen, als Commis de Rang, Jungkellner nannte sich das. Und Tablett hoch und runter tragen. Damals wogen die Tabletts auch noch 20 Kilo, versilbert. Und 4 Glasteller, also waren es 30 Kilo. Wenn sie da so einen 30er-Service hatten, dann wussten sie, was sie getan haben. Heute trägt er leichter auf, aber mit Verantwortung. Scharf oder nicht so scharf? Wie darf ich Ihnen das... War das Froop oder was war das? Fruchtalarm! Nee, Olli, Der Medium Rare Burger war das. Zubereiten. Medium scharf. Medium scharf. Wustersoße, Cognac, Olivenöl. Wustersoße. Des Weiteren haben wir einmal Schnittlauch, Petersilie, Gurken, Kapern. Wie machen die ihr Tartar, Alter? Ich hätte jetzt schon keinen Bock mehr. Echt, wie bei Subway bestellen, Alter. Ich hätte gerne Honey Oat für mein Tartar. Danke, Diggi. Ohne Oliven bitte, ja? Jalapenoni. Schalotten, Eigelb, Senf und Anchovies. Darf alles hinein oder etwas, was Sie nicht mögen? Ich würde mich sehr gerne auf Ihre Empfehlung verlassen. Dann ohne Anchovies würde ich es mir nicht machen, weil... Auf meine Empfehlung? Alle klar, pur. Wagen wegfahren. Es übertönt so ein bisschen den Geschmack. Die hohe Schule schlichter Genüsse. Und dann ist das schon so schaumig geschlagen. Beef Tartar am Tisch zubereitet. Ein Klassiker seit 100 Jahren, den heute nur noch ausgesuchte Restaurants anbieten. Ich mag Ketchup, macht darin. Feinen. Die hört ran. Rühren. Guter Gast für mich ist, wenn er sich komplett mir hingibt, in dem Sinne, dass er sagt, Herr Wiczorek, machen Sie einfach mal. Und das ist das, was ich nach Jahren hier mir erarbeitet habe. Viele Gäste gucken gar nicht mehr in die Karte. Das heißt immer, Herr Wiczorek, machen Sie mal. Sie wissen ja unsere Vorlieben, Sie wissen ja, was wir essen. Und Herr Wiczorek macht dann. Er macht das. Er redet auf jeden Fall über Sex, oder? Ja. Käufliche Liebe, Freunde. Ja. Da war nicht die Rede von Essen. Sage ich auch einfach, wenn ich nachher mit Anne ins Bett gehe, sage, Herr Wiczorek, machen Sie mal. Ja. Sie kennen doch meine Vorlieben. Ja. Machen Sie einfach mal. Kellner zu seiner heutigen Souveränität im Umgang mit den Gästen. Digga, wo ist denn der Hähnerketchup? Genau. Dann mach ich auch den Rest rein. Das erste Mal habe ich das gemerkt, das war unser langjähriger Stammgast. Der ist sehr speziell, der kam schon natürlich zu Herrn Nierichs Zeiten, auch gerne mal in Badelatschen ins Restaurant, wie er halt war, von oben aus dem Zimmer hier runter. Und dann war nämlich dieser Tisch da vorne in der Ecke, wo er immer sitzt, vorbereitet für ihn. Mit den Armleuchter, also sprich die Lampe, ganz, ganz wichtig. Es muss eine Mopo sein, es muss eine Bildzeitung dabei sein. Es muss eine halbe Flasche Rotwein parat stehen, ein Rotweinglas. Es wird nach Herrn Müllers Gusto natürlich auch dekantiert, also sprich komplett alles reinkippen. Weil Etikette ist nicht gewünscht, sondern das, was der Gast auch sagt. Es muss der Whisky dabei sein mit einem Eiswürfel. Und das war alles schon vorbereitet, als Herr Müller mit seinen Badelatschen dann über die Balustrade geschaut hat. Herr Müller hat ein leichtes Alkoholproblem, glaube ich. Redet er jetzt über einen Herrn Müller oder ist Herr Müller der? Er redet schon von Michael Müller, unserem Oberbürgermeister. Ah, hier von ich wollte gerade sagen, weil er Erich vorhin gesagt hat, ne? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, von wem er redet, aber das ist schon nur
Nee, nicht Udo Lindenberg, oder? Hat der da gewohnt im Vierjahres? Der hat im Vierjahres. Ganz, gewohnt. Ganz lange da gewohnt, glaube ich, ja. Aber wohnt der nicht in einem anderen? War das nicht Berlin? In Berlin? Ich glaube auch, ne? Ja, deswegen. Ja, gut, er wohnt im Atlantik. Genau. Herr Müller heißt eigentlich Herr Stehr, der kommt immer in Badelatschen. Kommt immer mit seinen Latschen an. Ja. Das hat gerade bei der Szene mit dem Tataba gefehlt, dass er einen Schritt nach vorne macht und ein Schatten ihm ins Gesicht fällt und er sagt: Muskatnuss, Herr Müller. Ja, auf jeden Fall. Hat noch gefehlt. Oh, herrlich. Ey. Ah, Herr Wiezeug. Sehr gut Man gemacht. Man kann Whisky mit einem Eiswürfel Hat sich hingesetzt. Absolut. Und das war so ein tolles Erlebnis, wo ich dann gesagt habe, okay, ich glaube, jetzt bin ich angekommen. Und ich weiß, welche Hotels in Deutschland perfekt sind. Und das war schon immer das für Jahreszeiten mein Lieblingshotel. Und ich wusste, 40 Leute im für Jahreszeiten, das war für mich die richtige Entscheidung. Der Festsaal als Konferenzraum. Punkt 8 bespricht die leitende Hausdame Jennifer Dyakov den Tagesplan mit ihrem Team. Also, wir gehen noch mal schnell die Anreisen durch. Die 219 bitte Priorität. 109. Seht ihr das im Hintergrund? Gleich macht's Fumm. Und Hermine und Harry rennen durchs Bild, Alter. Ja, auf jeden Fall, Alter. 49, kommt um 16 Uhr. Einmal bitte Achtung, wegen der Zimmer 248. Unser Chat hat gerade eine richtig gute Idee. Sorry fürs Unterbrechen, aber können wir nicht irgendwie Ron da hinschicken, dass der da drin einen Tornado entzündet? Das wäre schon wild, was ich sehr feiern würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Würden die wahrscheinlich, so wie ich das bisher verstanden habe, alles mitmachen? Ja, eben drum. Ich würde das feiern. Mhm. Da wäre ich Bock drauf. Würde ich mir angucken. Hatte Bügelwäsche abgegeben. Achso, das haben wir heute Morgen schon erledigt, um 8 Uhr. Ich habe schon sehr, sehr früh angefangen, quasi im Housekeeping zu arbeiten. Jetzt nicht im Hotel, aber ich habe schon früh geputzt, um so ein bisschen das Taschengeld natürlich zu verbessern. Und bin dann nach Australien für ein Jahr als Nanny und habe da dann auch nebenbei Haushalte geputzt, um dann meine Reisen zu finanzieren. An Bord von Kreuzfahrtschiffen. Ich möchte jetzt wirklich meine Lanze brechen, Alter. Ich finde, das ist eine absolute Kunst. Und das meine ich jetzt mit wirklich wirklich ernst. Wenn jemand in der Lage ist, und das beruflich zu machen, beziehungsweise das so zu machen, dass man das schafft, irgendwie in eine Wohnung oder in ein Haus zu gehen und bin 3, 4, 5, 6, was weiß ich, was man da jeweils jemanden einstellt, Stunden, da merklich was auf Vordermann zu kriegen, das erfordert ja so viel so Plan und so Sachen, die mich völlig überfordern. Ich finde das, und das ist jetzt kein Spaß, das klingt jetzt so, als würde ich irgendwie, aber ich meine das zutiefst ernst. Ich finde das total bewundernswert, wenn Leute das können. So richtig so Ordnung machen, so. Einmarschen für alle, Wänden. Es sieht aus wie Scheiße, die gehen rein und hinterher sieht es gut aus. Okay. Und so, wo ich mir immer denke, so, wie? Für mich ist das Magie. Okay, nice. Wirklich, weil ich kriege das ja in meinem Kopf nicht geordnet. Ja. Und meine Frau sagt, komm, wir räumen jetzt mal das Kinderchaos auf. Du kannst mich in den Raum stellen und eine halbe Stunde später wiederkommen und ich stehe im selben Raum, hab vielleicht ein Teil in der Hand, aber ich weiß nicht, wo ich anfange. Du hast dann so dieses Mathematik-Meme so vor dir, ne? Hä? Die ganzen Zahlen so und alles. Ist so wirklich fliegt, so. Ja. Ist wirklich so. Wenn du es schaffst, mir einen Weg zu geben im Sinne von, du fängst mit dem an, das da reinzuräumen und dann entschlüsselt sich mir so ein Weg, dann mag das gehen, aber prinzipiell, ich kriege das nicht hin. Und ich sage das nicht, weil ich mir da irgendwie Arbeit ersparen will oder irgendwas. Ich bin eine Katastrophe, was das angeht. Ich bin eine absolute Folge. Meine Kinder finden nichts wieder, weil ich alles irgendwo hinräume, wo es für mich Sinn macht, was null Sinn ergibt. Wenn man mir hinterher erklärt, warum es keinen Sinn ergibt, verstehe ich das auch. Das Gegenteil von Sheldon Cooper. Ja. Muss ich jetzt ja, Nadine ist so Sheldon Cooper-mäßig. Die kannst du wirklich irgendwo reinsetzen. Ja, gab da diese geile Folge, wo sie ihn in ihre Kammer nicht aufgeräumt haben, ja. Sheldon da reinstecken und er den Spaß seines Lebens hat, diese Kammer neu zu organisieren und nicht gehen will. Sagt so, beste Party meines Lebens. Ja. Das ist so gut, Mann. Echt, ich bewundere das. Ja. Manchmal würde ich das gern können. Warte kurz, ich guck mal schnell in mein Arbeitszimmer. Oh Gott. Arbeitete Jennifer Dyakov auf allen 7 Weltmeeren, bis sie an der Binnenalster in 4 Jahreszeiten festmacht. Seit 11 Jahren ist sie jetzt hier. Klar gibt es auch noch Hotels, die in unserer Liga mitspielen, aber ich würde sagen, hier sind wir schon ganz, ganz weit oben.
Guten Morgen. Als Chefin des Housekeeping steht sie 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor. Oh, den Fitnessraum würde ich gerne sehen. In der Tasche habe ich Desinfektionsmittel, nochmal Mittel, um Kalk zu entfernen. Oder auch nochmal eine Scheuermilch, falls ich da noch immer etwas habe, wo ich vielleicht nochmal drüber gehen möchte. Ich habe so einen speziellen Schwamm mit einer rauen Seite und einer weichen Seite. Teppichfleckenmittel, einmal ein Duft, falls das Zimmer ein bisschen Frische braucht. Ein Zauberschwamm, um verschiedene Flecken wegzubekommen. Das ist eine Fugenbürste. Ein Teppichschwamm, mit dem ich einen Teppich bearbeiten kann. Kann die bei mir zu Hause mal vorbeikommen, bitte? Unsere Gäste haben natürlich auch einen sehr hohen Anspruch. Und wenn die kommen, dann erwarten die natürlich ein perfektes Zimmer. Dann muss halt auch alles stimmen. Morgens um 6 ist Dienstbeginn für das große Housekeeping-Team. Bis 20 Uhr wird in 2 Schichten gearbeitet. Unsichtbar sollen die dienstbaren Geister nicht sein. Persönlichkeit ist gefragt. Sie gilt hier als Garant für Servicequalität. Ich wollte an und für sich nur was Neues machen. Nur reingucken. Aber die Jahre laufen so schnell vorbei. Mich hat es nirgendwo anders mehr hingezogen. Und jetzt werden es 33 Jahre. Ich freue mich, dass ich hier bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gerne mit den Gästen hier zusammen. Aber auch ein Knochenjob. Ja. Glaube ich gern. Mein Rufname ist Gisela, aber ich werde hier Karin genannt. Weil damals, wie ich angefangen habe, waren zu viele, die Gisela hier hießen. Und dann hatte man mich gefragt, ob ich noch einen zweiten Namen habe gesagt. Ja, und seitdem. Ach so, ihr zweiter Name. Die wollten das nachher ändern, weil die anderen, weil sie in Rente gegangen sind. Oder, lol. Aber gesagt, ach, sie hat alle anderen Giselas überlebt. Ja. Haben wir behalten. Gibt keinen Grund, dass Giselas können kaputt gehen. Alles für den Gast. Das Credo Friedrich Herrlins gilt noch heute. Nur einen Pool gibt es hier nicht. Den haben meine Gäste sowieso zu Hause, wird Fritz Herrlin gern zitiert. Oh lol, spannende Aussage. Bei über 60% Auslastung schreibt das Hotel solide schwarze Zahlen und sammelt Auszeichnungen für gehobene Hotellerie. Gerade wieder wurde es als bestes von 101 deutschen Grand Hotels gekürt. Die Mischung aus Historienpflege und diskreter Innovation funktioniert schon seit den Anfängen. Sobald ein Zimmer ausgecheckt war und Housekeeping da drin war, wurden diese Messing-Schilder von links nach rechts gerückt. Das heißt, wenn ich jetzt hier hochgefahren habe, ich gesehen, okay, 243 ist ausgecheckt, da konnte ich schon losgehen und nach dem Gepäck gucken. Über die Treppe selbstverständlich, nicht im Lift. Hoteldirektor Ingo Peters hat 1981 als Page in 4 Jahreszeiten angefangen. Als ich meine Ausbildung hier gemacht habe, gab es eine Regel, dass wir niemals auf den Perserteppich gelaufen sind. Das war den Gästen vorbehalten. Wir sind immer an der Seite marschiert. Krass. Das ist immer noch Blut drinne. Wenn ich alleine laufe, laufe ich immer vorbei. Mit Gästen zu zweit läuft man über die Mitte, aber so normalerweise allein. Krass. Von der Pike auf hat Ingo Peters die Feinheiten des Hotellebens erfahren. Wesentliche Voraussetzung für gelungenen Service: alle Vorlieben der Gäste zu kennen und zu notieren. Unser Chat rastet gerade aus, weil er die Treppe das Geländer runter festgehalten hat. Ja. Anfänger! Anfänger! Aber er ist ja auch nicht adelig. Da haben wir das in Karteikästen einsortiert. Wir hatten große Schränke, die waren aus Stahl und die waren dann mit große Schränke von A bis Z. Und das waren so Karteikarten, die mussten wir dann in so eine IBM-Schreibmaschine dann einspannen und da wurde dann immer drauf getippt. Herr Schmidt war dann und dann da und dann war es immer extra Kopfkissen oder ein Ei im Glas, 2 Minuten. Das wurde da alles eingetragen. Und kurze lustige Geschichte aus dem Chat von Flash Guitar, der sagt, die Rolling Stones haben lebenslanges Hausverbot, denn Mick Jagger hat kopfüber am Kronleuchter hängend Tarzan gespielt und mit Pudding um sich geworfen. Ist das wahr? Wirklich? Ja, selbst wenn, da verstehe ich zum Beispiel nicht. War das, also haben sie den Schaden nicht bezahlt? Keine Ahnung. Aber es ist vielleicht auch verstörend, wenn Mick Jagger nackt vom Kronleuchter hängt und mit Pudding wirft. Die Frage ist natürlich nicht im eigenen Zimmer, sondern wenn es in der Lobby war und so, dann kann ich das verstehen, ja. Weil dann würde ich auch sagen, nee. Nun. Und das war natürlich eine Heidenarbeit. Das heißt also, wenn alle
Gäste ausgecheckt waren, dann lagen diese ganzen Karten da, die mussten alle aktualisiert werden und dann wieder eingeordnet werden. Und dann hatten sie in der Spätschicht für die ganzen Anreisen des nächsten Tages, mussten sie alle raussuchen. Und wissen Sie, wie viel Schmitz, Meyers, Müllers sie haben, den richtigen dann zu finden? Das war eine Arbeit. Und wir durften nicht nach Hause gehen, bevor natürlich alle Karten aktualisiert werden. Du kannst ja nicht sagen, okay, die haben wir heute nicht geschafft, die machen wir morgen. Und morgen kommen noch so viele dazu. Also das war eine eiserne Regel. Das finde ich so krass. Wie das? Data Mining haben die erfunden. Die Finessen, nach denen die leidenschaftlichen Hoteliers Friedrich und Fritz Herrlin arbeiteten. Also ich sag mal, das klingt nach einer Story, die man sofort finden müsste. Aber es gelingt mir jetzt gerade nicht, sie zu verifizieren über Google. Okay, alles klar. Sind Ingo Peters heute ein geschätztes Erbe? Geheimnisse eines Grand Hotels. Diese Tür ist so eine Art Geheimtür. Wenn man jetzt hier sich die Tür anguckt, auf die andere Seite rüberschwenkt, dann sehen Sie, dass das die gleiche Tür ist. Nur hier ist die Riesenkammer. Und diese Tür geht direkt in mein Büro rein. Und die ist dafür gedacht, dass man, wenn man eine schnelle Abreise hat, wo man mal sehr schnell da sein muss, schnell hochkommen kann. Ja. Das ist der Grund der Tür. Im Chat wird es gerade gepostet offensichtlich. Ein Artikel der, was ist das? Hamburger Abendblatt. Das Hamburger Abendblatt. Wie sich Mick Jagger in 4 Jahreszeiten unbeliebt machte. Alright. Ja. Dort ist es. Sweet. Der Vollständigkeit halber. Es ist auch die Vielzahl dieser durchdachten Kleinigkeiten, die das Weiße Haus an der Alster auszeichnen, seinen besonderen Ruf begründen. Hat er jetzt mit dem Maybach, ist er jetzt in den Maybach eingestiegen? Michael Martin Franz ist permanent im Hotel unterwegs. Hallo, guten Tag. Na? Hallo, guten Tag. Alles gut? Als technischer Leiter sorgt er dafür, dass historisches Erbe und moderne Technik miteinander harmonieren. So richtig, zur Ruhe kommt man hier nicht. Der Tag beginnt nicht so, wie man plant. Es kommt immer ein bisschen anders, als man denkt. Ersatzkronleuchter, Alter. Wir haben tatsächlich einen Fall gehabt, dass wir durch die Decke kam Wasser durch. Das haben wir natürlich nicht so oft, aber kommt auch manchmal vor. Das Haus ist, wie gesagt, ein bisschen alt, in die Jahre gekommen, trotz Pflege und trotz Reparaturen. Ja, das ist so das Ding, ne? Alle Leute so im Luxusbereich so, oh ja, Tradition und wow und unfassbar luxuriös. Und dann er einfach so, slash der krassere Hausmeister ist. Ja. Also die alte Bruchbude geht mir so auf den Sack, Alter, ständig was kaputt. So richtig, richtig nice. Durch die Decke praktisch Wasser durchgetropft und so einen Kurzschluss verursacht. Wir mussten das erstmal trockenlegen, wieder überprüfen, neue Kabel ziehen. Die Gäste stellen die natürlich nicht im Dunkel. Wir haben einen Ersatzkronleuchter hingehängt und ja, wir haben alles da. Also was wir brauchen, von Glühbirnen angefangen bis zum Pumpenteile, Schrauben, alle Art in Messing poliert oder nicht poliert, also wir haben alles da. Mit Schrauben der begann die Hotelkarriere von Michael Martin Franz vor 25 Jahren. Schön organisiert auch. Als ich das erste Mal Türbänder gewechselt habe, da kam ein älterer Mitarbeiter, der auch schon länger da war und hat mir erstmal gezeigt, wie das richtig geht. Und die Schlitze mussten den ganz korrekt in eine Reihe sein. Und nicht irgendwie durcheinander. Wie durch die Decke kam kein so Shampoo. Storniert! Nach 25 Jahren. Ist nett, Paul kennt besseres. Das Haus lieb und ganz okay. Es ist einfach so wie seins, okay. Betrachtet man dann. Ne? Vom Hinterhaus in die Belle Etage. Michael Martin Franz betreut die Umgestaltung einer Zimmerflucht auf Gästewunsch. Wir bauen jetzt ein bisschen um. Das Bett wurde auch schon entfernt. Wir werden das Zimmer Esszimmer umfunktionieren. Weil das richten wir jetzt gerade für einen besonderen Gast, welcher auch 3 Zimmer mit gebucht hat. Und das sollte anstatt Schlafzimmer als Esszimmer umgebaut werden. Was wird sie für weirde Gästewünsche erfüllen? Ja, also ich komme damit nicht klar, dass das Zimmer links und nicht rechts ist. Könnt ihr das einfach kurz komplett umbauen, bitte? Das ist kein Problem. Du hast gar keine Vorstellung, was Leute für Gästewünsche haben. Ey, wirklich. Ich hätte gerne eine Küche im Schlafzimmer. Geht das? Ich möchte gerne Spaghetti kochen. Ja, kein Thema. Wir könnten Ihnen auch Spaghetti liefern. Nee, ich hätte gerne eine eigene Küche. Okay. Hier im ehemaligen Concorde beim
oh Gott, wo ist denn das hier hinten? Es war hinten in der Nähe vom Kudamm. Da hat die Tochter, also für die Tochter von Madonna wurde fast eine ganze Etage umgebaut. Das ist wie mit The Rock, der sein eigenes Fitnessstudio überall mit hinschleppt, ne? Ja. Alter Falter. Aber das machen die halt gerne, weil das bringt voll viel. Glaube ich gern. Im Nachhinein. Wunderschöne Kunstwerk, was dort praktisch platziert wird. Also, weil gerade die Frage kommt, die bauen für jeden Gästewunsch die Zimmer um? Nein. Nicht für dich. Nicht für Olli. Für Paul vielleicht. Für Paul vielleicht. Nicht für mich. Ja. Aber wenn du Dwayne The Rock Johnson bist oder die Tochter von Madonna oder sowas. Michael Müller. Michael Wendler. Dann vielleicht, ja. Oder Gronkh. Wenn du Gronkh bist, dann vielleicht. Das muss man natürlich ein bisschen vermitteln. Griechbad. Klassik. Ja, das sieht schon ein bisschen nach rechts. Oder Will Smith, sonst kriegst du nämlich eine geschallert. So sieht das ganz gut aus. Danach wird wieder alles rückgängig gemacht, in ähnliche Reihenfolge wieder zurück. Ich sehe da gerade, hier fehlt eine Schraube. Schrauben sind toll, abreißen, neu bauen. Die Türen bleiben storniert, offen, wenn das in Zusammenhang vermietet wird. Fünfstellig wird der Preis für das komplette Dreiraumarrangement pro Nacht sein. Oh. Für 2,5 Monate will der Stammgast diesmal bleiben. Autsch. Das ist Zimmer 170, Zimmer 100 und 101. Das wird dann praktisch zusammengelegt und als ein Suite dann Alter. Verkauft. Es ist aber auch geil organisiert, also geil konstruiert, dass du sagen kannst, pass auf, wir bauen es so auf, dass wir 3 bis 4 Zimmer zu einem Zimmer machen. Aber eins ist mir zu günstig, ich will 3. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse es abgrundtief, in Zimmern zu pennen, wo eine Tür quasi zum nächsten vermieteten Nachbarzimmer ist, die einfach zu ist. Ich hasse das. Die bauen sie dann ja aber nicht ein. Das wird ja nur extra gebaut, wenn du die Zimmer zusammenlegen lässt. Bauen sie da die Tür rein. Ja, aber kennt ihr solche, kennt ihr solche Zimmer? Ja, ich finde das so ätzend, ja, Alter. Ich weiß nicht. Ich finde das voll scheiße. Ja. 80 Quadratmeter. Und wir haben hier auch kleine Küche für die Bedienstete, die dann in Kleinigkeit zubereiten können. Weird. Wir haben dann eine Eingangstür, was dann im Anschluss dann verschlossen wird. Und dann haben die Gäste praktisch einen Bereich, der ab hier dann beginnt. Das sind praktisch nicht die einzelnen Türen, sondern Governor Suite. Genau. Unten im Küchentrakt rufen Küchendirektor Andreas Block und seine rechte Hand Florian Schwertfeger zum Team-Meeting. Digga, der eine, geiler heißt, Name. Der eine heißt Schwertfeger, der andere heißt Block. Der ist ja fantastisch. Ja. Die sind wie Ornstein und Smaug, Alter. Ein aufwendiges Buffet steht an. Digga, ich nur ganz kurz. Ich wollte sagen, wenn ich bei dem, also wenn der Azubis hat. Und wenn die fertig ihre Ausbildung haben, würde ich an seiner Stelle T-Shirts drucken lassen, auf denen steht, ich habe beim Schwertfeger gelernt und alles, was ich bekommen habe, ist dieses T-Shirt. Nee, das, Alter, du kriegst Merchandise und zwar ein Messerblock und da steht drauf, ich habe bei Schwertfeger gelernt und alles, was ich bekommen habe, war dieser Block. Auch gut, auch gut. Ich hoffe, jemand hat meine Monkey Island-Anspielung verstanden. Ich ehrlich gesagt erst jetzt. Ich möchte nur ganz kurz auf die Frage von Charlie eingehen. Flo, hört man deine 3 Tracks eigentlich irgendwann? Hab heute den Vlog gesehen. Und diese Frage ist lustig, weil ich kann sie beantworten mit nein. Es sind mittlerweile 5. Ja, Mini-Sampler, Alter. Wortführer Florian Schwertfeger verteilt die Aufgaben. So, die Pasta, das bist du in Charge, oder? Perfekt, da ist alles soweit vorbereitet. Brotstation, wir brauchen von Sevi diesen... diesen dreistufigen Brotkorb. Achtet auch drauf, dass ihr ein bisschen Spaß an der ganzen Sache habt, ja? Was ist der dreistufige Brotkorb? Großes Rätsel. Was ist das? Ey, die beiden sind aber auch Dreamteam. Ja, schon. Ich hoffe, wir sehen den noch. Dreistufig. Dreistufiger Brotkorb. Was könnte das sein? 3 verschiedene Sorten Brot einfach nur? Ah. Das ist eine schöne Veranstaltung.
sind viele gespannte Gäste und guckt, dass ihr selber auch ein bisschen Spaß verspürt. Die sind halt wirklich Ornstein und Smaug der Küche, ne? Jawohl. Muss man jetzt einfach mal sagen, wie es ist. Drücken. Wir haben eine Veranstaltung mit 120 Leuten, die ein Hummerbuffet haben. Das machen wir jedes Jahr. Auch die ungenießbaren Hummerköpfe werden verarbeitet. Ja, kochen, das Alter. Das ist auch nicht alltäglich tatsächlich, dass wir aus Hummerköpfen eine Pyramide machen. Aber ja. Oder so. Was? Okay. Der Gast was? Es okay. gibt einen Wodka-Brunnen, der ja dann wahrscheinlich tatsächlich perfekt zu der Austernstation passt, die es auch noch gibt. Zur Austernstation und zum Kaviar. So, das jetzt erlebt so eine man tatsächlich Roll, nicht Alter. Alter. Bisschen lecker. Einen Wodka-Brunnen haben. Ja, ich will auch einen Wodka-Brunnen. Ich hab noch nie Lobster essen. Nee. Noch nie. Die Sache ist tatsächlich, dass ja hier so in Europa gerade wird ja, oder gerade in Mitteleuropa wird ja so ein Geschiss um Hummer gemacht, weil alle immer denken, das muss so exquisit und teuer sein. Das ist eigentlich Müll, und dann bist ne? du mal, so gewesen. Ja, aber dann bist du mal in der Gegend so San Francisco Bay oder so, wo du wirklich zugeschissen wirst mit Hummer. Ja. Da kriegst du halt Lobster Roll, Lobster Sandwiches, da kriegst du das Zeug überall drauf und hinterhergeschmissen. In verschiedensten Arten und Weisen und alles in Knoblauchbutter ertränkt und das beste Leben, Alter, ich schwör's glaube dir. Ich. War früher, nichts Besseres. War früher übrigens, man mag es kaum glauben, arme Leute essen. Und ja. ich möchte nur eine ganz kurze Sache anmerken. Hummer ist ein Scheiß gegen, so richtig gegen diese Königskrabbe. Ja, das stimmt. Die habe ich ja schon gegessen. Die haben wir schon gegessen. Ja. Das war ja richtig das krass. Das ist lecker. Das war richtig heftig. Lecker. Das ist lecker. 70 Menschen arbeiten insgesamt in der Küche. 16 von ihnen sind Auszubildende. Leo Brüggen im zweiten 16, Lehrjahr. Ne? Er richtet feine Seezungenröllchen an. Reines Gefühl. Ja, ja. Geiles also, Gefühl. Genau, Ausmaß gibt's dafür nicht. Die haben halt schon sehr dünne Schicht. Genau. Fast hauchdünn, ja. So dünn wie es geht am möglichsten, aber bei Fisch ist es halt schwierig, weil da ab einem gewissen Zeitpunkt einfach anfängt zu zerfällen. Ja, deswegen einfach ein bisschen Gefühl dafür kriegen und dann geht das. Ja. Die Anforderungen sind hoch in der Sterneküche. Doch wer hier arbeitet, dem steht die kulinarische Welt offen. Bruder, gib mir das jetzt. Ich nehme genau das. Ich wollte gerade sagen, Quizfrage für den Chat. Wie hieß das Gerät, womit er die Seezunge geklopft hat? Darf ich mitmachen? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Ist das ein Plattierer? Fast. Ah, schade. Also fast. 50% richtig. Ein da ist es. Ist ein Plattiereisen. Plattiereisen. Digga, ich will ein Stück von dieser Torte. Gepär jetzt, nee, Alter, die sieht aus, als wäre sie so mächtig und ja, schwer ja. und viel Seit Schokolade. Ist Florian oh Schwertfeger hier. Brauch heute noch 5 Currywurst mit Pommes, brauche ich sowas. Kennt er bereits. Was Süßes? Ja, Mann, das wäre jetzt genau das Richtige, Alter. Leute, da kommt der Opferthron, ja, Alter. Für Leute, die gerne sehr fingerfertig arbeiten. Thront nachher der Imperator auf den Schädeln seiner Feinde. Ich wollte gerade sagen, wenn du dir Poseidon unbedingt zum Feind machen willst, Alter. Zwischendurch auch mal ganz schön verzweifeln. So wie der Hummerkonsum Tierschützer weltweit. Digga. Definitiv. Der ist in der Küche auch noch als Blood der Fehler bekannt. How to fuck up, Peter. Ich glaube, das Next wird auch level. Immer so bleiben, dass der Hummer da so eine besondere Stellung einnimmt. Nice. Luxuriöse Speisen sind hier ganz alltäglich. Befüllt das nicht nach einer Weile? Aber soll es nie werden. Die sind ausgekocht. Willst du mich verarschen? Wenn wir anfassen, wenn das ist ein Thunfisch, oder? Ganz ja, weich ist, das ist ein anderes Level von Thunfisch. Das ist aber nicht so weich. Digga, was? Nicht so hochwertig wie Japan, aber. Ey, falls euch interessiert, alles andere, was da vorher war, hat er weggeschnitten. Nur noch das ist ihm nicht geblieben. Ja. Weggeschmissen. Richtig exklusiv. Der Rest wird gerade geschreddert für die Thunfischpizza. Oh Gott, bitte nicht. Aber ist gut, das Qualität. Das Geräusch hat mich völlig fertig gemacht. Es ging immer nur in eine Richtung. In der Governor Suite. Nur noch knapp 2 Stunden bis zur Ankunft des Stammgastes, der unbedingt unerkannt bleiben will. Bei diesem speziellen Gast ist es so, dass wir einen wiederkehrenden Gast haben wieder. Und wir
bei Abreise immer alles so aufgenommen haben, mit Fotos, aber auch mit Filmaufnahmen, so wie der Gast das Zimmer verlassen hat. Und bei Neuanreise checken wir einfach nochmal, ob alles wirklich so ist, wie der Gast es sich wünscht, und inkludieren dann auch nochmal die ganzen neuen Wünsche, die uns im Vorfeld erreichen. LOL, und dann machen sie den Dreck auch dahin. Ich dachte auch gerade, und dann schmeißen wir nochmal so eine getragene Schlüppi aufs Kopfkissen, die beim letzten Mal da liegen blieb und so. Nee, aber das ist ja eine Art von Service aber und Luxus. Ist mir auch gefallen, dass das Till Lindemanns Bruder war? Ja, so ein bisschen, ne? Krass, weil ich es gerade im Chat gelesen und dachte so, ja lol, aber sowas ja. von. Ja. Selbst der Obstteller ist nach detaillierter Vorgabe bestückt. Dem genau. Zufall wird hier nichts überlassen. Da werden auch wieder die Fußnägel auf den Beckenrand gelegt. So genau. war es beim letzten Mal. Keine und so wird Himbeeren es wohl auch beim drauf. Nächsten Besuch sein. Dafür sorgt. kann Tom Hanks sein. Also, mag er keine Himbeeren? Das war die einzige Sache, die er jemals geschrieben hat. Also als Extrawunsch. Als Extrawunsch keine Himbeeren. Okay. Das Team um Ender Bilginer. Also hier in dem Bereich haben wir eigentlich ein Zimmer. Und hier haben wir den Dining Room für unsere Royal Suite installiert. Wir nehmen uns dann eine Woche mindestens Zeit, um entsprechend hier alles so herzurichten, dass der Gast auch glücklich ist, wenn er anreist. Das umgebaute Glück ist keine reine Serviceleistung. Die Kosten trägt der Gast. Teilweise schon, ja. Teilweise schon. Ja. Aber ein bisschen kommt natürlich auch, das gehört sich so für unser Hotel, dass wir dem Gast da entgegenkommen und auch ein bisschen unseren Teil dazu beitragen. Das Highlight dieser Zimmerflucht ist eigentlich der freie Durchblick vom Bad bis hin zur Alster. Dieser VIP-Gast wünscht sich Milchglas. Und für die Dauer des Aufenthaltes wird es Milchglas sein, um einfach die Privatsphäre noch mehr zu schützen. Sobald der Gast wieder abgereist ist, werden wir es austauschen und wieder mit Fensterglas austauschen. Eine Besonderheit, wie wir hier auch im Zuge der Umbauarbeiten vorgenommen haben, für diesen Top-VIP-Gast, der hat bei uns im Haus sein eigenes Bett. Ja, und das Bett wird entsprechend auch hier immer ausgetauscht. Das heißt, der hat ein eigenes fucking Bett? Das Special-VIP-Bett wird eingebaut und es ist bei uns gelagert. Und wenn dann die Ankündigung kommt, dass die Suite gebucht wird, sorgen Alter. Wir auch dafür, dass das Bett bei Anreise. Bestimmt ist die Anweisung gewesen, lagert dieses Bett ein und ich möchte, dass an 365 Tagen da Leute drin bumsen. Und dann, wenn diese ganze gewaltige Sex-mentale Energie in diesem Bett gespeichert ist, komme ich wieder einmal pro Jahr und sauge sie auf, indem ich da eine Nacht drin schlafe. Alles klar, Olli. Jetzt wissen wir ja, wie du dein Zimmer präferierst. Ja, so sieht's aus. Weißt du, was das Krasseste war, was ich jemals gesehen habe? In der Kneipe sein eigenes Glas zu haben. Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Das ist geil. Das ist geil, so. Aber das hier, ich glaube, ich muss meinen Lebensstil doch nochmal ändern. Ich möchte auch ein eigenes Bett im Hotel haben. Eigenes Bett im Vierjahreszeit. Ich kann dich nicht ernst nehmen, wenn du kein eigenes Bett hast. Ja. Man kann ja sein eigenes Kissen installieren. Dann fängt man klein an. Ja, das muss immer wieder dahin. Ja, du bringst es auch beim ersten Mal, bringst es einfach mit und sagst, so, das beim nächsten Mal wieder. Danke. Ja. Entsprechend im Zimmer ist. Das ist eine große Ausnahme. Das haben wir nicht bei so vielen Gästen. Aber die penible Schlusskorrektur ist Standard in vier Jahreszeiten. Hier schreibt jemand gerade, er kennt eine Kneipe, wo ihr Gast einen eigenen Buchungsvorgang in der Kasse hat. Sehr schnell wieder das zurück. Ist stark. Aber wie gesagt, das sind dann nur Kleinigkeiten, die wir dann nochmal korrigieren. Wir haben ja Zimmermädchen, die schon drin waren. Dann hab ich schon nachgecheckt, mein Stellvertreter. Die Malerin war zwischendurch noch drin. Hausmänner haben nochmal die Teppiche gereinigt, kleine Flecken noch beseitigt etc. Technik nochmal, um hier noch Kleinigkeiten festzumachen. Und dann sind wir jetzt quasi nochmal zum Final Check drin. Ne? Fenster haben wir heute nochmal geputzt. Haben wir natürlich am Freitag schon gemacht, aber Wochenende war natürlich das Wetter nicht so schön. Und deswegen haben wir heute nochmal die Fenster gemacht. Und jetzt ist eigentlich ist alles fertig. Aber man findet ja immer noch eine Kleinigkeit. Nur die Leiche im Wohnzimmer müssen wir noch entfernen. Nichts nee, die wird auch immer rausgekramt für den Gast. Im Blick der leitenden Hausdame entgehen. Bei Jennifer Dyerkauf finden Beruf und Privatleben glücklich zueinander.
Das nimmt man mit nach Hause. Also gerade wenn man dann auch weiß, dass Freunde nach Hause kommen, Gäste nach Hause kommen, dann noch mehr natürlich. Aber wir hatten dann schon mal Späßchen drüber gemacht. Ob ich das jetzt nur für die gemacht habe, aber die meisten, die mich kennen, wissen das schon. Gut. Dann. Ich kann den Lampenschirm nicht immer festmachen. Das ist ja furchtbar, wie schief die Dinger sind. 20 Minuten ist. Ja, und ich sag's euch eins, Jungs. Wenn du den Premium-Zugang mit bis zu 16 Mbit für das Hotel WLAN haben willst, musst du trotzdem 29 Euro die Nacht extra zahlen. Ist so, ist Wahrheit. Der Star, einfach weil es Deutschland ist. Durch die Garage zu begleiten und das Gepäck entgegenzunehmen. Das andere Gepäck kommt wie immer direkt hier vor die Tür. Wir rechnen so mit ungefähr 100 Gepäckstücken. Und da ist halt wichtig, dass wir das einfach direkt auf die Suite bringen. Und auch da ganz 100 wichtig, so schnell Gepäckstücke. Wie möglich, damit auf der Suite alles ausgepackt werden kann. Und überleg mal, was das für ein Abfuck war am Flughafen schon. Danke. Der kommt aber mit einem eigenen Flugzeug. Ja. Wahrscheinlich. Das große Warten im Gepäckturm gleich neben dem Portal. Anders. Wann genau der Gast ankommt, ist ungewiss. Nur dass er mit seiner Entourage kommt, ist sicher. Ich will wissen, wer das war. Der Limousinenkonvoi naht diskret. Auch der Gast wird über die Garage das Hotel betreten. Die gut 100 Stück Reisegepäck nehmen den üblichen Weg über den Turm. Umzugskarton ist auch eine Herrlinsche Erfindung. So kann das Gepäck so schnell wie möglich auf das Zimmer kommen, in einem eigenen Lift. Kein Umweg durch das Haus, dort duldeten die Herrlins keine Koffer. Die Gäste sollen sich im Hotel wie zu Hause fühlen. Das Gepäck ausschließlich eine Sache der Portiers und Pagen. Finde ich gar nicht schlecht. Ist krass durchdacht alles. Ja. So vielteilig ist die Bagage selten, der Einsatz der Männer aber lohnt sich, wird durch üppiges Trinkgeld vergolten. Das wissen die Erfahrung und Michael Menk. Ich fliege mal zu sagen, die Tätigkeit beschert mir relativen Wohlstand. Hochbetrieb in der Sterneküche. Geld ist auch hier kein Tabuthema. Was? Relativen Wohlstand? Weiß ich nicht. Das interessiert mich jetzt schwer. Hat man verdient da als Page oder was? Nee, was die Definition von relativem Wohlstand ist. Ja, nicht eklig reich. Also vielleicht so reich, dass du doch darüber nachdenken musst, ob du dir das Haus kaufst. So. Weißt du? Der dritte. Mehr als andere. Weniger als die Gäste. Okay, gute Einsortierung. Mehr als andere, weniger als die Gäste. Okay. Guten Preis machen, nicht mehr als 50. 38? Ja, für 38 nimmst du gleich 20, ne? Frisch. Ja, dann nimm 20. Da wurde eingekauft. Christoph Rüffer. Na. Bei Michelin. Ich frag mich gerade nur, welcher Sache ist Flo auf der Spur? Es sah gerade super weird aus. Zwei Sachen. Einmal, wer der Gast in der Doku war. Ah, okay. Und dann relativer Wohlstand. Hm. Relativer Wohlstand, nicht zu verwechseln mit der Lebensstandardbemessung, ist Zusammensetzung aus materiellem und immateriellem Wohlstand und liegt bei relativem Wohlstand gemessen leicht über dem Durchschnittseinkommen eines Bundeslandes. Okay. Ah ja. Ich dachte kurz, es geht ums Bruttosozialprodukt für ein Einkommen eines Bundeslandes. Dachte nein. Ich. Okay. Relativer Wohlstand also. Okay. Mhm. Relativer Wohlstand. Ich bin etwas über dem Bruttosozialprodukt des ganzen Landes. Nice. Na, hat er für das Herrlin schon erkocht? Ein leiser Meister der Geschmackskultur. Was ist das? Ich finde noch mehr Schärfe. Bist du sicher? Ja. Vielleicht noch einen Schuss Zitrone, oder? Ja. Die Wasabi-Meerrettich-Mischung, ein Experiment. Da muss knallen. Gut, also
Das muss knallen. Das muss knallen. Also, wenn wir davon ausgehen jetzt, dann liegt er mit seinem relativen Wohlstand zumindest über 4.496 Euro brutto im Monat. Okay. 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 Ja. Spannend. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Und? Ja, ist gut. Gut. Das ist wirklich gut. Seit 20 Jahren ist Christoph Pulver Küchenchef in Herrlin. Das ist immer unsere Liste von allen hey Jungs. Besonderheiten. Nächstes Mal, wenn wir in Hamburg sind, im Herrlin essen gehen? Was kostet? Was meint ihr, was kostet ein Abendessen? Wir sind in anderthalb Wochen vielleicht da, ne? Das ist ein bisschen. Also, was kostet eine Runde? Was meint ihr, was kostet ein Essen zu dritt im Herrlin? Das ist schon nicht so viel. Ja, so viel wie wenn wir hier bei uns im Grill essen gehen. Ja, also nicht so viel. Denke ich mal, ähnliche Preise. Okay. Und dann machen wir es wie immer. Paul bezahlt und dann kriegen wir Stress am Tisch, warum Paul so wenig Trinkgeld gibt. Obwohl er echt viel Trinkgeld gegeben hat. Absurd viel Trinkgeld. Also 270 Euro Trinkgeld habe ich gegeben. Ja, also ja. War schon mehr gewohnt. Das war richtig gut, Alter. Wow. Oh. Aber der gab's ein Problem. Ich werde das nie vergessen. Ich werde das nie vergessen, Alter. Vielleicht war das auch so eine Übersprungshandlung, weil es so viel Trinkgeld war, dass er gedacht hat. Ah, er wollte lustig sein, so. Das war zu gut. Der hat den Koch holen lassen. Ja, weil das zu wenig war, da hat er sich aufgeregt. Er hat den Koch holen lassen, damit er dich verdrischt oder was war? Warum hat er den Koch holen lassen? Er hat Schwertfeger und Block sind gekommen, Alter. Nice. Aber jetzt mal ernsthaft. Also, ich wollte da gar nicht so unscharmant vorbei. Ich finde, wir nehmen das im Vlog mit. Wenn wir in Hamburg sein sollten, lass dahin. Lass essen gehen. Wir gucken es jetzt hier gerade in der Doku. Ich hätte das voll gerne. Muss ich mich da wieder umziehen? Da komme ich da wieder nicht rein. Ey. Da muss man da mit ein bisschen feineren Zwirn rein, ja? Nein. Wenn du Udo Lindenberg bist, nicht. Na gut. Nein, ich glaube nicht. Okay. Ansonsten nehme ich mal einen Anzug mit, das kann. Nee, es war auch nicht, es waren weit über 10% übrigens. Und, die Rechnung war 1230 Euro und ich habe auf 1,5 aufgerundet. Nach einer Premiere war das, ne? Nee, nach unserem Dreh da. Ach, nach unserem Dreh? Jetzt. Ja. Ach ja. Patrick hat schon gesagt. Ja. Schon auch nochmal so reingehauen hat. Ja. Oh Gott, Digga. Ah ja, jetzt weiß ich, warum wir danach nicht mehr da essen waren. Ja, ja, ich bin da seitdem auch nie wieder hin und ich habe das tatsächlich auch dem Geschäftsführer mal erzählt. Ja. Ja, fand ich nicht gut. Guck mal hier, Horst hat uns gerade Infos gegeben. 6-Gang-Menü, 215 Euro, Weinbegleitung Premier Cru, 120 Euro, Weinbegleitung Grand Cru, 285. Ja, siehst du. Easy. Und bevor das jetzt komisch kommt, das war keine private Ausgabe, sondern Nein. Das gehörte zum Marketingbudget dazu. Das war der Abschluss, das ganze Team, was gedreht hat und die Darsteller in dem Fall wurden da von mir, weil es meine Werbekampagne war, eingeladen. Also das war jetzt nicht, das war ein Geschäftsessen, genau. Alles klar, rein da, Alter. Vegetarier heute, zweimal kein Fleisch. Starkoch ohne Allüren. Er sieht sich einfach als Teil des Teams. Ein Kollege heute in der Patisserie ist krank. Und ich kriege jetzt quasi heute hier von meinem Sous-Chef, der die Patisserie leitet, kriege quasi dann die Aufgaben zugeteilt. So. Da ist man sich nicht zu schade. Nee. Hier habe ich meine To-Do-Liste, die hängt hier. Und dann stehen da meine Aufgaben für heute drauf. Wait a second. Was denn? Was stand da? Warte. Soweit? Ah, sorry. Oh, meine To-Do-Liste, die hängt hier und. Sonstiges. Ne, Masse ganz unten. Pralin? Brot? Was? Nuggets. Nuggets? Ist das Nuggets? Ey, aber ich finde auch, dass. Was ist das? Das vierte Gut. Also To-Do, Prä. Muss ausstechen nicht, und dann. Wenn es nicht ballern. Nuggets ist, will ich es nicht vorlesen. Ja, da steht was hat Ballern. Da steht einfach Ballern. Ballern. Das ist eine Trollliste. Muss ausstechen ist doch schon Quatsch. Der will ihn richtig verarschen, Alter. Vor allem, da steht, da steht Mäuse anstechen. Da steht auch Preselbeeren auffüllen und.
Na gut, das Fichten ist Preise. Milchhaut. Da steht halt Milchhaut drauf. Fichten gerne streicheln? Was? Guck mal, da steht VS Buna checken, Quittenragout checken, Milchhaut, Cannellonis. Espuma, kann ich lesen? Okay. Ich find auch einfach sehr geil, was ist der Call? Brot. Ja. Sonstiges. Pralinen, Alter. Ja. Dann stehen da meine Aufgabenkorte drauf. Das ist auch okay so, ne? Also wenn jemand hier natürlich in seinem Bereich deutlich mehr weiß jetzt, dann gibt er mir seine Aufgaben ab. Und dann schauen wir, dass wir das bis abends gemeinsam hinkriegen. Kirschpralinen fertigt der Meisterkoch. Seine Erfüllung? Bestimmt lecker. Zutaten aufs Beste zu verarbeiten. Das prägt die Küche hier. Hohe Schule, auch für die Geschicklichkeit. Da ist man tatsächlich ein bisschen mit beschäftigt den ganzen Tag über. Das ist geil. Die Wasabi-Kreation wird vom kanadischen Jungkoch in Flüssigstickstoff schockgefroren. Das ist halt geil, Alter. It took me some time working smart. In a hotel to then move over to Christoph Rupert's herding. But I'm glad I did. I'm learning a lot. Die Stimmung. Das ist geil, wenn du in dem Alter durch so eine Schule gehst, Alter, ja, und das mitnimmst ja. Als Reputation und so, ist schon mega. Ich kannte mal jemanden, der hat hier in Berlin in einem richtig großen 5-Sterne-Hotel gelernt in der Küche, ist dann in die Schweiz und hat da gelernt unter irgendeinem, oder gearbeitet unter einem ganz großen Koch. Der hat Kohle gescheffelt, das kannst du dir nicht vorstellen. Alter Falter, ja. Hat der Geld verdient, das ist richtig krass. Konzentriert und lässig, ohne Spitzenküchen-Höllen-Klischees. Ich glaube, es sieht optisch eher nach Kunst öfters aus, aber der Geschmack besteht auch immer wieder aus Handwerk. Für mich sieht geil aus. Viel mehr Handwerk als Kunst tatsächlich. Das ist das Schönste an dem ganzen Job. Schmeckt gut. Schmeckt gut. Ich bin deshalb auch so lange da, weil es irgendwie immer wieder was Neues passiert. Also, dass wir immer schauen, wo können wir uns verbessern? Was können wir noch rausholen? Abgefahren, der Glanz, wo Alter. Wo kann man noch ein bisschen ja, Mann. Und das ist die Kunst. Ich wollte gerade sagen, das ist die Kunst, dass der Shit auch noch so glänzt, Alter. Also, ist das Temperatur oder sind das geile Formen oder wie kriegt man die Scheiße so hin? Also, das ist ja... Polieren. Da musst du extrem aufpassen. Ich glaube, da musst du extrem aufpassen. Ich glaube, dafür musst du halt Patisserie richtig drauf haben. Ciao, Paul. Ciao. Wo ist er hin? Ja, keine Ahnung. Der Unsichtbare. Die Kamera hat kurz mal gesagt. Da blinzelt die Kamera. Die Kamera so. Temperatur. Die ist fast so müde wie ich, Alter. Öl, richtige Temperatur, Fett, Temperatur. Okay, wir merken Fett und Temperatur. Merk ja, aber genau. Olli, du hast doch heute schon gelernt, wie das geht. Ihr hattet doch heute schon Fett und Temperatur. Ja, Olli hat nämlich Currysoße auf meiner Mutterhaube verschüttet. Hab ich gehört. Hab ich voll erzählt. Großartige Geschichte. Auch deine Werbekampagne für die Waschanlage. Ah, okay. Carwash. Wir waschen ihr Car. Solange das so ist. Wir waschen ihr Car. Dass es immer weitergeht und immer auch in kleinen Schritten vielleicht nur, aber es ist ein traditionsreiches Haus. Da kann man nicht von heute auf morgen alles komplett ändern. Man muss die Stammgäste mitnehmen und immer ein kleines Schrittchen weiter nach oben gehen. Und solange das so ist, macht mir das hier eine Menge Spaß und bleibe ich natürlich auch hier. Also das ist ein Träumchen. Ne? Und mittlerweile ist das Hotel... Der ist so gut. Der ist richtig geil. Wie ja. Mein Wohnzimmer. Kann man das so sagen? Weißt du, an wen er mich erinnert? An Philipp Senkbeil. Ja, stimmt, Mann. Stimmt, Mann. Er strahlt dieselbe Ruhe aus auch, ne? Ja, und diese Positivität. Mhm. Ah. Wer ist Philipp Senkbeil? Ich habe zwei Familien. Ich habe die Familie hier. Ehemaliger Online-Welten-Chefredakteur. Ah, ja, stimmt. Und ja, absolut. Vergiss, was ich gefragt habe. Er war Chefredakteur, ne? Ja. Ja, ein bisschen was, ne? Auch dieser Mund gerade in dem Bild. Ja. Dieses. Mhm. Ja. Ach, warte mal. Der ist montags bis freitags bei der Küchenschlacht im ZDF Juror. Krass. Ja, nice. Vorbereitungen für ein Familienfest, für die Jubilare des Hotels. Sie werden heute so festlich bedient, wie sie selbst sonst die Gäste bedienen. Alter, da steht ein Baum auf dem Tisch. Wer 10 Jahre am 4 Jahreszeiten arbeitet, wird zum Dinner in Begleitung eingeladen. Hotelkultur
als Verneigung vor den Mitarbeitern. Das ist übrigens eine Ultra-Planungssache. Als wir das Probeessen für meine Hochzeit damals hatten, haben wir uns auch verschiedene Tischdekors angeguckt. Und ich war erst gegen so hohe Dinger, weil ich die affig fand. Bis mir aufgefallen ist, dass das die einzigen sind, wo du an runden Tischen noch die Leute siehst, wenn sie auf dem Tisch stehen. Ja. Ja. Weil wenn die flacher, wenn die tiefer sind, stehen die halt immer im Bild. Immer im Weg, ja. Deswegen hatten wir bei unserer Hochzeit auch gar keine Tischdeko im Grunde gehabt. So. Also fast keine. Ach, Tischdeko war Muss, Alter. Digga. Hä, ihr hattet doch eine Tischdeko. Minimalistisch. Am Nachmittag werden diejenigen geladen, die mindestens 3 Jahre zum Haus gehören. 3 Jahre gelten in der Gastronomiebranche bereits als kleine Ewigkeit. Viel Zeit für Wissensaustausch zwischen den Mitarbeitern. Es geht darum, von Leuten zu lernen, die sehr viel Erfahrung haben. Und da gibt es hier im Haus tatsächlich relativ viele, die sehr viel Erfahrungsschatz und einen sehr großen Erfahrungsschatz haben über die Dauer jetzt schon. Und davon profitiere auch ich. Generationenübergreifend voneinander zu lernen, ist essentiell für ein Haus, in dem Tradition und Innovation zusammenfinden sollen. Wir suchen nur nach Persönlichkeit und Charakter aus, nicht nach Fähigkeiten. Die Fähigkeiten, die kann man den Leuten beibringen. Wir machen ja hier keine Atomphysik. Das ist so smart. Das ist so 10 von 10 smart. Wenn jemand extrovertiert ist und gerne mit Menschen zusammen gerät und ja, einfach kommunikativ ist und gut drauf ist, gute Laune hat, alles andere können wir den Mitarbeitern beibringen. Und es ist eben das entscheidende Quäntchen mehr, das nicht erlernbar ist. Zu Hause bin ich auch sehr akkurat und sehr ordentlich. Aber ich glaube, das lässt sich auch nicht wegdenken. Wenn man es bei der Arbeit so hat, dann ist es, glaube ich, eher eine Routine, die man in sich hat, die man dann auch das nicht einfach abstellen kann. Das stolz bei. Ja. Wo ich gerade im Chat lese, jetzt will ich da arbeiten, ab hin. Ich krieg auch bei der, ich weiß nicht, wer von euch Downton Abbey kennt, aber bei der Mucke triggert es mich so hart. Also wer sowas feiert, ja, so, dann gönnt euch die Serie, ist wirklich toll. Also, kann ich aber bei ihm hast du gerade gesehen, da ist so viel Leidenschaft bei. Ja, Mann. Da ist jeder so. Gerade liegende Gabelzinken macht ihn glücklich, Alter. Ja. Sowas finde ich toll. Ja, sowas finde ich richtig toll, wenn Leute so Leidenschaft in ihrem Job haben. Ich feier das extrem. Ja. Same. Da wir eine Person doch weniger haben, ist es ein komplettes Gedeck quasi raus. Das heißt, es wird jetzt nochmal alles nachjustiert. Als Food and Beverage Manager ist Richard Schark zuständig für das gastronomische Angebot, Eventplanung und Sicherung von Qualitätsstandards. Tja, alles nochmal anfassen. Engels Geduld, ja, unabdingbar. Belastung. Ich versuche mich gerade zurückzuerinnern, aber bis jetzt habe ich sie zumindest in diesem Bereich, in dem wir uns gerade befinden, noch nie verloren. Perfektion als Passion. Krass, Alter. Da wirklich, also wenn du in so einer 3-4 Veranstaltungen gleichzeitig laufen und Orange dann hat man vielleicht irgendwie, eine weißt du? 150 Personen, da kann es dann schon mal passieren, dass man das eine Rotweinglas vielleicht doch bei der Masse an Tischen von 10 Personen, wo sie sich dann vorstellen können, es stehen 30 Gläser pro Tisch, dann doch irgendwie mal im Eifer des Gefechts übersieht, dass das wirklich fehlt. Aber zumindest kann man es noch schnell nachreichen. Prächtig. An der Grenze zum Prunk, festlich, wie es dem Hause entspricht, ohne falsche Bescheidenheit. Die Dinnertafel für die 22 Jubilare. Wer 10 Jahre hier ist, kennt solche Feiern. Einmal selbst so gefeiert werden, macht den Unterschied. Mhm. Richtig cool. Wenn man die Nachspeise noch liest, bleibt erst recht kein Wunsch offen. Es gibt nämlich einen warmen Schokoladenkuchen mit Himbeere und Vanilleeis. Da nichts für Tom Hanks. Ich glaube ja bis heute übrigens, dass er das nur geschrieben hat, damit irgendwas auf dieser Liste von Anti steht. Okay. Wer den Film Chef gesehen hat oder Kiss the Cook, der muss gerade richtig grinsen. Ich war gerade bei Chef und war so, hä, nee. Was kommt denn jetzt? Der muss wahrscheinlich wirklich grinsen, weil das ist so...
das ist jetzt so der Inbegriff von altbackener Shit. Und dass dieser, genau diese Nachspeise, ist ja überhaupt Stein des Anstoßes in diesem Film. Ach so? Ja, ist richtig geil. Okay. Richtig gut. Da geht es auch um so Tradition und so Gedöse. Die Seele des Hauses gefeiert. Das weiß Direktor Ingo Peters auch aus Gästekommentaren. Wenige sagen, oh, das war was für ein tolles. Entschuldigung. Für den Vorschlag, sich Chef mal anzugucken, habe ich wirklich auch echt viel Feedback bekommen auf Insta. Dass Leute wirklich gesagt haben, saugute Empfehlung. Und nochmal von mir, wenn ihr Jon Favreau feiert und ihr findet so Feel-Good-Filme richtig gut, guckt euch unbedingt den Film Chef an. Oder im Deutschen mit dem unsäglichen Titel. Netflix? Kiss the Cook. Keine Ahnung. Okay. Irgendwo, kauft ihn euch im Zweifelsfall, dann habt dann immer. Großes Badezimmer, was ich habe, oder die Aussicht oder so, oder der Standort, die reden immer nur über den Mitarbeiter. Und das ist der Dank an Sie und auch an Gesichter, die lange da sind, die der Gast wiedererkennt, aber die auch den Gast wiedererkennen. Sie sind eine Klasse für sich, die Menschen vom Hotel. Als ich angefangen habe, war das Hotel wirklich ein anderes. Gewisse Dinge werden beibehalten, die guten Dinge werden transportiert in die Zukunft. Aber viele Dinge erneuern sich, wie bei so einem Smartphone, wo man halt auch immer wieder ein Update erhält. Es ist einfach so. Christoph Rüffer in Küchenmission außer Haus. Ich fahre sehr gerne mit zu unseren Lieferanten, weil ich unbedingt wissen möchte, wie die arbeiten, was sie haben, wo sie arbeiten. Mir ist das ganz wichtig, dass ich das einmal sehe, erfahre und bei denen auch vor Ort erlebe. Gerade wenn es um Luxusprodukte wie Kaviar geht. Das ist eins der ältesten Kaviar-Importhäuser hier in Hamburg. Krass, Alter. Das ist ja auch wirklich verrückt, dass sie hier ihr Geschäft haben, was von außen sowas von unscheinbar ist. Wohl auch mit Absicht so gewählt. Kein Aufsehen mehr. Widerlich. Das alteingesessene Handelshaus der Familie Rüsch in Altona. Jo, sehr schön. Bitte. Dann geht's los. Zur feinen Elbchaussee ist es nicht weit. Den betuchten Hanseaten brachte Markus Rüschs Großtante den Kaviar noch per Fahrrad. Bin ja auch kein Fan, aber ich würde so richtig fucking teuren Kaviar gerne mal probieren. Einfach um zu wissen, was dran. Alter, ich weiß nicht, ob der Chat gerade extrem trollt. Ich will bloß noch mal kurz auf Nummer sicher gehen. Nicht Chefed. Naja, weil ich Chefed gesagt habe, haben einige Leute gefragt, was ist das? Weil viele das halt nicht mehr kennen. Aber wir meinen Chef wie Chef. Koch. Koch, genau. C-H-E-F. Eigentlich wollte ich gerade irgendwas völlig anderes sagen. Achso, Kaviar. Ey, ganz ehrlich, Alter. Fischrogen, ey. Versaut einem jedes Essen. Hasse ich auch abgrundtief bei Sushi. Widerliche, orangene Ekel. Popelschlotze. Eklig. Ganz widerlich. Genau, Freunde. Chef, Koch. Kennt ihr nicht dieses berühmte Zitat von Channing Tatum aus dem Film? Chef, mein Name ist Chef. 2002 habe ich im Fiasheim gestartet und da kam dein Vater immer noch vorbei und hat den Kaviar ausgeliefert. Richtig, so war das damals. Und dann saß er bei uns kurz mal ein bisschen dabei, Tässchen Kaffee. Ja. Kleine Schwätzchen gehalten. Das war die und dann ist er weitergefahren. Ja, genau. Alle Sinne im Einsatz bei der Ware. Ja, was ist das? Ohne Geschmack ist das alles gar nichts wert. Your turn. Sollen wir mal? Ja. Alter. Ah, es knistert schon. Ja. Ah ja. So, der sieht echt gut aus hier. Für mich ist auch die Farbe wichtig. Ist doch eklig, Alter. Das ist optisch einfach sehr. Ich find's richtig räudig, Alter. Ja, ich auch. Ja, köstlich hier, ne? Alter, hör auf in den Digga, das ist Jizz. Das Problem ist aber auch, dass mein seichter Anflug von Trypophobie auch mich gerade richtig fickt. Oh, Lord. Digga, das sind doch alle kleine Babyfische, oder? Ah, Alter, können wir das wirklich überspringen? Ich finde das extrem freudig. Ein Kaviar, nicht aus Russland oder dem Iran kommt. Digga, wie viel macht das nicht rauf? Er gönnt sich auch richtig. Flo, bitte, das musst du sehen. Das musst du gesehen haben. Warte, ganz Alter, kurz. Ich finde das unendlich räudig. Ich weiß, Alter. Warte. Extrem belastend. Warte, du hast es gleich. Warte, ich sag dir wann. Oh. Guck weg. Green Queen.
Warte. Ein Kaviar, der nicht... Jetzt guck mal bitte auf seine Hand, ja? Aus Russland oder dem Iran kommt. Er gönnt sich halt einfach so 500 Gramm Kaviar. Euro letzte. Digga, kauft auch nichts. Er kauft auch nichts. Er wollte nur mal Kaviar kosten. Nee, ich glaube, die kaufen... Satt essen. Ja. Ich glaube, der kauft so viel, dass er eine ganze Schale essen könnte und die immer noch sagen, ist okay. Wahrscheinlich ja. 4 x 52 Gramm, Kilo. Machen wir. Wir haben Festpreise und deshalb brauchen wir eigentlich auch nie über den Preis. Sind beides Eier. Ja, das ist das Ostereier sind auch Eier. Mein Vater hat immer gesagt, einen zu hohen Preis vergisst du, schlechte Qualität nicht. Ja, das stimmt. Und das stimmt. Der hohe Preis, den die Tropfen im Weinkeller des Vierjahreszeiten haben, ist allerdings unvergesslich. Weinkeller! Rund um die mittlerweile ungenießbare Flasche Burgunder aus dem Gründungsjahr 1897 sind die besten Weine gelagert. Ihr Wert war stets eine sichere finanzielle Anlage für das Haus, schützte vor Inflation und Krisen. 100.000 Flaschen lagern hier, darunter allein 100 Champagnersorten. Jetzt wird der legendäre Keller bei speziellen Anlässen geöffnet, die Premiere in kleinem Kreis zelebriert. Okay. Das ist wunderbar. Geiles Ambiente also auf jeden Fall. Sieht, mega. Anne und ich waren ja mal in einem sehr guten Hotel gewesen und da konntest du für das gesamte, also in Österreich am Aachensee war das gewesen, auch ganz, ganz schönes Hotel. Da konntest du dir auch unten in dem Weinkeller und es durfte nur ein Paar pro Abend für das gesamte Hotel das Dinner da buchen. Und einen Abend haben wir uns das halt gesnackt und es sah ungefähr genauso aus. Also gab jetzt wahrscheinlich nicht so dermaßen erlesene Weine da, aber auch richtig lecker gegessen da. War richtig gut. Und sieht, wie es sich Stück für Stück dann entwickelt und dann wirklich an einem Punkt angekommen ist, wo man sagt, so, und heute lege ich zum ersten Mal Besteck hin, heute bringe ich zum ersten Mal Speisen raus, heute serviere ich zum ersten Mal Wein hier unten. Dann können Sie sich vorstellen, wie groß die Vorfreude ist. Ich gehe jetzt einmal kurz... Er kann sich kaum halten. Nur durch den Küchentrakt können die Besucher den Weinkeller erreichen. Boah, bei Tim Raue hier in Berlin ist es ja auch so, dass er oben das Restaurant hat, aber der hat unten im Keller so eine Bar und da kann auch nur ein Gast kann diese Bar mieten. So. Wie witzig sowas, für mag ich. Ja. Weil Zero Glucose gerade fragt, wir waren im Fürstenhaus. Sehr schön gewesen, hat uns sehr gut gefallen. Sie kommen gleichsam durch den Lieferanteneingang. Nur ausgewählte Besuchergruppen dürfen so ins 500 Quadratmeter große Gewölbe. Der Weinkeller hat einen Gesamtwert von ungefähr 2 Millionen Euro. Dem Niveau des Hauses entsprechen. Es ist wichtig, glaube ich, den letzten Rundgang einfach nochmal selbst zu machen. Man delegiert vieles, man gibt vieles ab. Macht er halt immer, ne? Das Abschließende ist das Wichtige, was man immer selbst machen sollte. Weil dann kann man nämlich schlussendlich sagen, ob man das wirklich alles so ist, wie man das haben wollte. Die kleine Gästegruppe soll kein Stäubchen auf dem Weg zum Weinkeller finden. Aber einen ungewohnten Einblick in das Innenleben des Hotels gewinnen. Den Weinkeller für besondere Events einzurichten, ist eine Herzensangelegenheit von Ingo Peters. Die kleine Warnung übrigens an alle, ich habe gerade ein paar Mal schon im Chat gelesen, die jetzt Trypophobie gegoogelt haben, weil Flo das Wort benutzt hat. Don't, Freunde, tut euch selbst einen Gefallen, googelt das nicht. Macht das einfach nicht. Das ist ein legites, das ist ein legites Problem. Ja. Und ich werde euch mal sagen, das kann man auch jetzt noch spontan entwickeln, wenn man es vorher nicht kannte. Macht das wirklich nicht. Aber bei mir geht das ja einen Ticken weiter. Ich habe das ja sogar bei Schwämmen und so. Ich kann ja Schwämme nicht auswringen und so weiter. Echt? Egal. Nee, das, Digga. Das wusste ich nicht. Das ist krass. Das wusstest du auch, deswegen, ich habe dir das mal erzählt, als ich erzählt habe, dass ich immer nur diese Glänzerkissen von WMF benutze, weil ich sonst bei Schwämmen die totalen Zustände kriege, wenn da Schaum rausgedrückt wird. Ah, stimmt doch, ja. Stimmt. Lol. In seiner Lehrzeit kennengelernt. Damit kannst du mich jagen. Der Keller war ein Kohlenkeller früher, so.
wurde 1914 dann zu einem Weinkeller umfunktioniert. Und das war so, dass damals die Familie Herrlin immer sehr geschäftstüchtig war mit vielen Dingen. Und die haben nicht nur den Weinkeller für sich gehabt, sondern das war auch ein Weinhandel für die Familie. Das heißt also, es konnten Gäste des Hotels hier was kaufen, aber es wurden auch andere Restaurants und Hotels mit Wein beliefert. Besichtigung der unterirdischen Schatzkammern bei kühlen 7 Grad Celsius. Weißt du übrigens, wie gerade jemand im Chat Glänzerkissen erklärt hat? Das sind diese Kettenhemdschwämme. Bin ich fantastisch. 10 von 10, Alter. Hat mich auch ein bisschen stolz gemacht. So zu lesen. Weiß und wohltemperierten 16 Grad für Rotweine. Klimatüren garantieren den Temperaturerhalt in den Gewölben. Schwerpunkt der hier gelagerten Weine ist Europa mit Betonung auf Deutschland und Frankreich. Doch auch Exoten aus dem Libanon oder Kanada finden sich in den handgefertigten Regalen. An Entdeckungen für die Besucher mangelt es nicht. Kehle und Auge kommen auf ihre Kosten. Die Aalschnitten sind belegt. Die Krabbencocktails bereit. Yes, die letzten Vorbereitungen für das neue große Hummerbuffet laufen. Austern. Im Chat haben wir unsere Aalschnitten. Austern sind das widerlichste, was ich jetzt mal. 120. Schön den Schnodder aus der Muschel lutschen, Alter. Ich wollte gerade sagen, Kaviar hassen, aber Austern fressen. Ja. Da melde ich mich jetzt mal an der Stelle. Echt, ja? Nee, aber, ja, Austern mit so einer schönen, Austern mit so einer schönen, richtig heftigen Chili-Soße oder so ist schon auch. Lass die Auster weg, dann bin ich dabei. Nee, Auster. Auster kann was. Okay, ja, gönn ich dir. Ja. Was, ich nehme meine nicht. Du kannst meine haben. Ja, nehme ich. Okay, geil. Nehme ich. Geil, dann muss ich sie nicht haben. Mein Vater würde jetzt wieder sagen, schmeckt scheiße, aber ihr habt Tinte auf dem Füller, her damit. Ja, ihr habt Tinte auf dem Füller, ja, kenne ich. Dann wäre so ein Spruch von meinem Dad jetzt. Gäste werden zum Buffet erwartet. Deshalb muss es nochmal glatt werden. Ja. Und dann setzt ihr mit dem Löffel, batz, bap, 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 ja? Schüsseln ja. Stehen da vorne, Jungs, Schüsseln stehen da vorne, ne? Ja, schaut, klar. Ihr, ist alles schick soweit. Eine Firma aus Dänemark. Wichtig auch, dass Anweisungen eindeutig sind. Ihr erfolgreiches Geschäftsjahr. Digga, das ist die Torte. Hast Brandon, du die gesehen? Kannst du mir einen Beutel Crushed Ice aus dem Froster holen und mir den bitte hier neben den Wodka-Brunnen legen? Danke. Wodka-Brunnen, Paul. Die Inszenierung. Das sah fast aus wie so eine frische Demiglas drauf bei der Torte. Exakt so, wie sie im letzten Jahr schon war. Brunnen geil. Da ist er, Paul. Da ist er. Der war echt ein wenig spektakulär. Dachte ich mir auch gerade. Ja, eigentlich eine wunderschöne Buffet? Station, wenn man das so sieht. Kann man direkt zwei wunderbare Sachen miteinander kombinieren. Wodka und Kaffee? Ja, keine Ahnung. Lol, Digga, das ist einfach der geilste Garnelencocktail der Welt, Alter. Was zum Fick? Das ist ein gutes Thumbnail-Bild eigentlich auch, finde ich, oder? Hallo, du hast Tritons Turm des Todes vergessen. Tritons Turm des Todes, ja, stimmt. Den müssen wir noch sehen, Alter. Muss Küchenkreativität ergänzen. Fast ist es jetzt geschafft. Da ist er hinten. Jawohl. Er ist auch schon sehr hässlich gewesen, ne? Wirklich. Gäste. Legit. Mit Sicherheit wird kein Glas fehlen. Ich hatte gerade wieder so einen Voldemort-Moment, ne? Sagt's ruhig. Der Eindruck ist perfekt, doch ist genug noch lange nicht genug. Der Blick in feinsten Kleinigkeiten. Was passiert jetzt? Da! Nee. Muss noch mit Butter bestrichen werden, Digga. Das sieht man hier. Ich dachte, das wäre Tritons Turm des Todes. War das nicht? Nee. Sieht einfach ein bisschen schöner aus. Schmeckt scheiße, sieht aber schön aus. Was? Nix schmeckt scheiße, wenn du es mit Butter bestreichst. Da bin ich ganz bei Paul. Das ist da hinten, Olli! Vier Jahreszeiten arbeitet nach der Devise. Hast du ihn gesehen? Ja, der Turm der Opfer. Genau. Geschmack ganz Alter, einfach. Alter, gib mir diese Torte! Und allem das Beste. Nee, die da unten wollte ich. Letzte Einweisung für die Kellner durch Richard Shark. Dann ist alles die getan. Die haben alle geile Namen, gemeinsam ne? Und im lässigen Bewusstsein. Stell dir mal vor, du gehst in die USA und stellst dich einfach als Richard Shark vor. Ja, hast gewonnen. Wie geil das auch einfach ist, oder? Ja, klingt auf viel. Klingt auf jeden Job einfach instant. Klingt auf viel besser als die deutsche. Die Firmen direkt übergeben. Klingt viel besser als die deutsche Variante Kredit-Tai. Klingt halt nicht so geil. Richard Shark.
in die eigene. Wirklich ganz ruhig, jeder weiß, was er zu tun hat. Unser oberstes Credo. Chart. Man freut sich schon, ne? Man ist schon stolz, wenn man das so mit dem Team so hinstellt. Das auf jeden Fall. Der Genuss bleibt den Gästen vorbehalten. Das ist wieder die Splatter-Tür. Diskretion ist eben das oberste Gebot. Das sieht ja scheiße Jahreszeiten, aus. Dem Ort verlässlicher Beständigkeit. Kannst du den ja dann sagen, Olli? Ja, mach ich. Werde ich direkt beschweren. Beobachte den Zeitgeist. Die Welt im Wandel. Veränderung der einzig konstante Faktor. Guten Tag. Die guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Aber irgendwie so gegeneinander geschnitten war das jetzt auch richtig lustig. Stetige Veränderung als einzig konstanter Faktor fickt gerade hart meinen Kopf, Alter. Du, der hat da viel Zeit, der muss ja nichts weiter machen aus guten Tag, der hat viel Zeit zum Nachdenken. Das ist das Schlauste, was ich seit sehr langer Zeit gehört habe. Das heißt übrigens nicht viel, ich unterhalte mich wahnsinnig viel mit 2 4-Jährigen, möchte ich an der Stelle nochmal kurz betonen, ja. Schönes Ding, Alter. Hat mir gut gefallen. Ja, Mann. Sie hatten einfach 8 Kameraleute. Ja, ist ja auch angemessen fürs 4 Jahreszeiten, finde ich. Und ne? Keiner hat es geschafft, diesen ominösen Gast zu filmen, ey. Ey, wirklich. Schade. Hätten sie zumindest einen Redakteur hätten sie opfern können. Er wäre am Ende dann bei dem komischen Hummertron gelandet, aber gut. Wäre sein Kopf oben raufgekommen. Ach, schön. Ja, Freunde, das hat so viel Spaß gemacht. Wir haben aber genau wie diese Doku, die wir jetzt eine und eine Dreiviertelstunde uns gegönnt haben, ne? Unterhaltung ist Spielfilmlänge, ihr kennt das Motto, haben wir einige andere. Wir haben neulich eine tolle Doku gesehen über ein riesen Wellness-Paradies, auch ganz fantastisch. Wir haben eine coole Doku über ein riesiges Kreuzfahrtschiff, ein gigantisches Kreuzfahrtschiff, ja, ein Mega-Kreuzfahrtschiff, möchte ich fast sagen. Wir haben auch eine Doku über extrem aggressive, sich ständig prügelnde Metal-Fans auf einem Kreuzfahrtschiff. Yes, ja, stimmt. Full Metal Cruise haben wir uns auch angeguckt. Also, Grüße gehen raus. Gönnt euch einfach unsere Doku-Reacts in Spielfilmlänge. Und dann, genau, Freunde. Mega-Reacts heißen die bei uns auch. Ja, haben wir da eine eigene Playlist eigentlich für solche Mega-Reacts? Nee. Müssen wir mal machen. Ich glaube, wir machen da mal eine eigene Playlist. Ich finde, das ist ein Ding. Freunde, gönnt euch die. Lasst uns gerne einen Kommentar und einen Daumen da. Bis gleich.